Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 170 vom 20. Dezember 2019. Und an den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Ulf Burmeier, das bin ich, und am anderen Ende der Leitung Philipp Banse. Ganz herzlich willkommen zur letzten Ausgabe in diesem Jahr. Wir machen heute eine besinnliche, vorweihnachtliche Ausgabe der Lage der Nation, kehren nochmal zusammen, was in dieser Woche politisch passiert ist, hierzulande und im Ausland. Und wie ihr das schon kennt, vorweg ein paar Hausmitteilungen, dererlei dieser Woche zwei. Zum einen gab es einige Anfragen, ob man denn auch ein Lage Plus Abo verschenken kann. Also ihr könnt euch das natürlich bei Küchenstudio-Plus einfach für euch klicken, aber verschenken ist dann nicht so einfach mit dem normalen Link. Deswegen haben wir euch nochmal in die Shownotes zwei Verschenk-Links gepackt, mit denen ihr ein Monats- oder ein Jahresabo für andere Menschen klicken könnt und diese dann bequem weitergeben könnt. Wie gesagt, Lage der Nation Plus findet ihr in den Shownotes. Ja, ganz genau. Das ist ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Zum einen natürlich, wenn man einem Menschen damit eine Freude macht. Zum anderen aber auch, weil man damit einen Podcast unterstützt und insbesondere dafür sorgt, dass Philipp auch weiter so viel Zeit investieren kann in die Recherche und in die Vorbereitung der Lage. Und ich freue mich natürlich auch, denn jedes Abo ist ja auch einfach ein sehr schönes Feedback, wo ich dann sehe, euch gefällt das, was wir hier machen. Dann haben wir natürlich die Lagetour Anfang oder Mitte Januar, 9.10.12. Ein paar Tickets sind noch da, Köln ist ausverkauft, Hannover und Freiburg haben wir noch ein paar Tickets, aber ich denke, die werden dann auch irgendwann weg sein und es wird ausverkauft sein. Deswegen schaut nochmal vorbei, wenn ihr Interesse habt, vielleicht auch zu Weihnachten mit der Familie was zu schenken. Unter lage.live gibt es noch ein paar Tickets. Ja, ganz genau. Das ist doch eigentlich auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, so ein Familienausflug zur Lage live. Wenn ihr also in der Gegend von Freiburg oder Hannover lebt, dann ist das doch vielleicht eine ganz schöne Idee. Werbung. Was gibt es eigentlich Schöneres, als in diesen besinnlichen Tagen mal gemütlich ins Kino zu gehen und einen herzerwärmenden, lustigen und auch intelligenten Film sich anzuschauen? Und da habe ich diese Woche einen Kinotipp für euch. Und zwar heißt der Film The Peanut Butter Falcon mit Shia LaBeouf und Dakota Johnson in den Hauptrollen. Und dieser Film, der hat schon eine Menge Publikumspreise gewonnen und viele Kritiker halten ihn auch für einen der besten Filme des Jahres. Und letztlich geht es darum, dass sich zwei sehr ungleiche Menschen auf der Flucht treffen. Der eine ist Krabbenfischer, heißt Tyler, gespielt von Shia LaBeouf. Und der flieht vor anderen Fischern, die er ausgenommen hat. Und der andere Mann ist der 22-jährige Zack, der ein Down-Syndrom hat und aus dem Heim getürmt ist, weil er Profi-Wrestler werden will. Und zusammen begeben sich also diese beiden Outlaws, diese beiden Außenseiter auf einem selbstgebauten Floß, auf eine abenteuerliche Reise durch den Süden der USA und werden eben, wie das so ist, schnell echte Freunde. Und Tyler verhilft Zack sogar zu einem echten Wrestlernamen, nämlich The Peanut Butter Falcon. Das Besondere neben der wirklich netten Geschichte und den guten Schauspielern, das Besondere an dem Film ist aber auch, dass der Schauspieler Zack Gottsagen wirklich das Down-Syndrom hat und dieser Film extra für ihn geschrieben wurde. Ist auch, glaube ich, sein erster Film, mit dem er auftritt. Und man kann diesen Film jetzt als Plädoyer lesen für den selbstverständlichen Umgang mit Menschen, die körperliche oder geistige Einschränkungen haben. Man kann ihn auch verstehen als Kritik an einem System, das es gut meint, aber letztlich eben doch Menschen ausgrenzt. Man kann The Peanut Butter Falcon aber auch einfach genießen als herzliche, unterhaltsame Buddy-Komödie. Den Link zum Trailer, damit ihr euch mal einen Eindruck verschaffen könnt, den findet ihr in den Shownotes. Und ihr könnt auch Tickets kaufen unter peanutbutterfalcontickets.de. Und der Film jetzt im Kino. Werbung. Ja, und da sind wir wieder und wir starten in die neue Folge mit einer guten Nachricht, nämlich mit einem Kompromiss. Im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat hat man sich geeinigt und der angestrebte CO2-Preis wird auf 25 Euro pro Tonne erhöht. Damit, muss man sagen, Philipp, haben sich doch jetzt erstmal die Grünen durchgesetzt, oder? Ja, das sieht zumindest so aus. Wir hatten das ja auch angekündigt, dass es da nochmal
mal so einen Vermittlungsausschuss gibt, hatten aber gesagt, dass es im Kern um steuerliche Fragen geht und gar nicht mehr um den Preis für eine CO2-Tonne. Das hat sich jetzt aber sozusagen innerhalb so eines politischen Kompromisses dann doch so entsponnen, dass es dann letztlich nicht nur um steuerliche Fragen, sondern eben auch nochmal um diesen CO2-Preis ging. Ja, ist ganz interessant, ne? Die Grünen haben im Bundesrat eben einen Teil des Klimapakets einstweilen gestoppt, weil bestimmte Teile eben zustimmungspflichtig sind. Und da ging es insbesondere um die Absenkung der Umsatzsteuer für Fahrten mit der Deutschen Bahn. Ja, es ging also eigentlich bei dem Teil, den die Grünen gestoppt haben, nicht um die CO2-Bepreisung. Aber dieser Teil, der auch vielen wichtig war, und natürlich auch die Frage, wie steht es eigentlich um die Pendlerpauschale, diese Teile konnten eben nicht ohne die Grünen beschlossen werden. Das war so der Hebel, mit dem die Grünen die Anrufung des Vermittlungsausschusses erzwungen haben. Und so hat diese Runde getagt und eine Lösung gefunden, die wir jetzt kurz vorstellen und dann natürlich auch bewerten wollen. Ja. Gleich nur ganz kurz voran. Der Vermittlungsausschuss, das ist so eine gemeinsame Runde von Bundestag und Bundesrat, in der eben Kompromisse gefunden werden sollen. Und das Besondere daran ist, das Bundesverfassungsgericht hat relativ strenge Vorgaben aufgestellt. Früher gab es immer mal wieder Diskussionen darüber, ob dieser Vermittlungsausschuss hinreichend legitimiert ist, weil der eben auch mitunter mal Kompromisse gefunden hat, die mit den ursprünglich zur Diskussion stehenden Gesetzentwürfen, die im Bundestag mal beschlossen worden waren, nicht so wahnsinnig viel zu tun hatten. Und da hat das Bundesverfassungsgericht irgendwann mal gesagt, also alles schön und gut mit dem Vermittlungsausschuss, irgendwie muss man ja Einigkeit herstellen, aber der Vermittlungsausschuss hat so eine Art Korridor. Ja, inhaltlich, er kann eigentlich nur Kompromisse finden, die sich irgendwo im Rahmen dessen halten, was im Bundestag zumindest schon mal diskutiert wurde. Ja. Also natürlich kann er über den Beschluss des Bundestages hinausgehen bei seinem Kompromissvorschlag. Ja, sonst wäre der ganze Ausschuss sinnlos. Aber er kann jetzt nicht April völlig neue Ideen aus dem Hut zaubern. Und deswegen konnte zum Beispiel auch der Vermittlungsausschuss diesen CO2-Startpreis nicht selber jetzt festlegen, beziehungsweise einen Kompromiss vorschlagen, Philipp. Aber trotzdem ist der CO2-Startpreis, der jetzt eben 25 Euro pro Tonne betragen soll, schon die zentrale Botschaft. Wie muss man sich denn das erklären? Naja, also das stand ja immer im Mittelpunkt, weil wir hatten das ja auch kritisiert und Forscher hatten das ja auch kritisiert, die alle gesagt haben, also so ein CO2-Preis, der hat erst die wirkliche Lenkungswirkung, wenn er bei 50 Euro liegt und 10 Euro, das war, haben viele eben als zu ring erachtet. Jetzt soll er also bei 25 Euro pro Tonne liegen, wenn es denn losgeht, und der Preis soll dann eben steigen auf 55 Euro pro Tonne. Ja, wie gesagt, die konnte jetzt erstmal nicht beschlossen werden, aber es hat dazu Probeabstimmungen auch schon bei den Grünen gegeben. Also das, denke ich, wird kein Problem sein. Das Ding wird so kommen. Da habe ich eigentlich wenig Zweifel. Und der Effekt wird sein, dass das Benzin am Ende 10 Cent pro Liter teurer werden wird. Ja, ganz genau. Also formal ist es eben so, die Bundesregierung hat versprochen, ja, ein neues Gesetz zur Höhe dieser CO2-Besteuerung oder Bepreisung vielmehr in den Bundestag einzubringen. Ja, das ist jetzt also der Hebel. Da kann man jetzt im Grunde nur hoffen, dass die Bundesregierung sich daran hält. Aber da würde man sich ja politisch schon sehr angreifbar machen, wenn man erst einen Kompromiss findet und öffentlich erklärt, wir machen das und das dann doch nicht zu. Also 10 Cent pro Liter Benzin, 25 Euro pro Tonne CO2-Emissionen. Aber dieses Geld wird nicht einfach im Bundeshaushalt versickern, sondern im Gegenzug sollen die Strompreise sinken. Und zwar soll die sogenannte EEG-Umlage, ja, also die Abgabe auf den Strompreis, mit der wiederum Strom aus erneuerbaren Energiequellen subventioniert wird, diese Umlage soll sinken von derzeit 6,4 Cent pro Kilowattstunde auf 5,2 Cent etwa. Und das soll erreicht werden, indem eben ein großer Teil der Einnahmen aus dieser CO2-Bepreisung direkt wieder verschoben wird in den Topf der Energieeinspeisegesetz-Umlage. Außerdem wird ein kleinerer Teil der Einnahmen verwendet für eine weitere Erhöhung der Pendlerpauschale von 30 auf 35 Cent. Und außerdem gibt es ab dem 21. Entfernungskilometer noch einen weiteren Schluck aus der Pulle, weitere 3 Cent pro Kilometer Entfernung, na, nicht pro gefahrener Strecke, sondern Entfernung zwischen Arbeitsort und Wohnort, können dann steuerlich geltend gemacht werden. Ja, also die Idee ist, ne, man nimmt halt damit mehr Geld ein, indem halt die Tonne CO2 einen Preis bekommt, und dieses Geld wird eben nicht an die Leute
Leute ausgeschüttet, sondern sie wird halt in den Topf gegeben, aus dem erneuerbare Energien finanziert werden. Dadurch müssen wir alle Verbraucher und Dienstleistungsunternehmen, sind das in der Regel, die Industrie ist meistens davon befreit, weniger EEG-Umlage pro Kilowattstunde Strom zahlen. Und dieses Geld wird benutzt, um die Pendlerpauschale zu erhöhen. Die Länder sollen für die Jahre 21 bis 24 vom Bund 1,5 Milliarden Euro erhalten, um fehlende Steuereinnahmen zu kompensieren. Das geht vor allen Dingen um die Mehrwertsteuer, weil die ja zum Teil den Ländern zufließt. Und wenn bei der Bahn die Mehrwertsteuer sinkt, die Tickets billiger werden, dann entgehen den Ländern Steuereinnahmen. Das war ja auch Anlass für den Streit. Also so erschlägt der Bund dieses Problem, indem halt in diesen 3 Jahren bis 24 1,5 Milliarden Euro an die Länder fließen werden. Das Thema ist heute im Bundesrat. Das wird wohl durchgehen. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Im Bundestag, glaube ich, kann man auch davon ausgehen, und dass das durchgeht. Und damit ist dann unter anderem eben auch beschlossen, dass die Umsatzsteuer für Bahnpreise ab dem 1.1. sinkt und die Senkung in Kraft tritt. Und die Bahn will ihre Systeme über Weihnachten updaten. Also alles sieht danach aus, als würden Bahntickets ab dem nächsten Jahr, dem 1.1. billiger werden. Ja, ganz genau. Ob die Bahn das macht, wissen wir nicht. Ne? Das war jetzt quasi so unser kleiner Disclaimer. Ja, das haben die aber schon. Das haben die aber schaffen schon. Schaffen die, ne? Das haben die aber. Also ob sie das jetzt, okay, also ob sie das jetzt schaffen bis zum 1.1., I don't know. Aber sie haben auf jeden Fall vor, diese Mehrwertsteuersenkung an die Kunden weiterzugeben. Sie könnten ja auch sagen, Preise bleiben gleich, wir haben mehr Rendite. Aber das machen sie nicht. Gut. Ja, Philipp, wie ist denn das Ganze jetzt zu bewerten? Also es klingt ja im Grunde schon an, als positives Signal, glaube ich, kann man sehen, dass jetzt endlich tatsächlich ein höherer Preis für das klimaschädliche CO2 festgesetzt wird, also für die Emissionen desselben. Experten sagen immerhin, ab 25 Euro setzt eine leichte Lenkungswirkung ein. Na, immerhin, wie gesagt, wir haben es eben gerade schon mal genannt, etwa 10 Cent pro Liter Benzin bedeutet das. Das ist ja schon mal nicht verkehrt, oder? Ja, das ist sicherlich nicht verkehrt, aber wie gesagt, für die Grünen ist das vielleicht durchaus ein Erfolg, aber gemessen an dem, weißt du, was die Wissenschaft eigentlich sagt, und gemessen an dem, was der UN-Klimarat eigentlich sagt, was wir als Welt noch an CO2 in die Luft blasen dürfen und was davon auf Deutschland entfällt und was wir machen müssten, damit wir wirklich dieses 1,5-Grad-Ziel erreichen, gemessen an dem ist das alles natürlich zu wenig. Und das wird alles nicht dazu führen, dass wir dieses Ziel erreichen. Da können wir gleich noch ein bisschen drüber reden, das ist noch ein anderes Thema. Aber klar, für die Grünen ist das ein politischer Erfolg. Die haben es erstmal erzwungen und sich damit auch durchgesetzt. Und obwohl das Ding eben nicht formal Gegenstand im Vermittlungsausschuss war, haben sie ihr politisches Kapital da in die Waagschale geworfen und zumindest diesen Fortschritt erreicht. Auch, denke ich, kann man, denke ich, sagen, Erfolg für die SPD-Spitze. Ja, also das lässt sie zumindest gut dastehen. Sie hatten ja angekündigt, beim Klimaschutz muss es mehr geben, sonst sehen wir keine Zukunft für die GroKo. Wenn das jetzt nicht gekommen wäre, hätten sie schlechte Argumente gehabt, aber so stehen sie, glaube ich, ein bisschen besser da, oder? Ja, das würde ich auch so sehen. Das ist für diese neue SPD-Spitze in der Tat so ein bisschen Rückenwind. Allerdings muss man sehen, dass sie sich mit ihrem ursprünglichen Ziel mal von 40 Euro ja schon auf dem eigenen Parteitag nicht so richtig durchsetzen konnten. Ich finde, das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die SPD einfach immer noch nicht so richtig begriffen hat, dass ja CO2-Besteuerung auch sozialen Ausgleich finanzieren könnte. Ne? Da kommen wir gleich noch zu. Also über eine Auszahlung hätte man an jeden Menschen in Deutschland hätte man ja durchaus auch erreichen können, dass diese CO2-Bepreisung einen deutlichen sozialen Ausgleich mit sich bringt. Die SPD hat immer so ein bisschen Angst, dass die Menschen Sorge haben, da die Preise steigen, was ja auch stimmt, was ja auch Sinn ist an der CO2-Bepreisung. Aber irgendwie scheint mir die SPD das gerade sozialdemokratische Potenzial in diesen Einnahmen nicht so richtig zu sehen. Aber gut, immerhin wird das Geld jetzt ja genutzt. Wir haben es schon erwähnt, um die sogenannte EEG-Umlage zu senken. Damit wird der Strompreis billiger. Das entlastet alle. Insbesondere sagen Experten, ist auch ein großer Vorteil, dass jetzt Dienstleistungsunternehmen entlastet werden, die ja von der Pendlerpauschale typischerweise weniger profitieren, weil das eben eine Steuer ist, die oder eine Entlastung ist, die nur den Einzelnen trifft. Ja, und bei der EEG-Umlage ist es ja so, dass von dieser EEG-Umlage viele Industriebetriebe
komplett oder größtenteils befreit sind. Das heißt, die tragen zu dieser Finanzierung der erneuerbaren Energien ohnehin wenig bei, sondern diese EEG-Umlage lastet vor allen Dingen auf Verbraucher und Verbraucherinnen und eben auf Dienstleistungsunternehmen. Und für die ist das mitunter durchaus eine hohe Belastung, diese Umlage, auch finanziell und in der BWL. Und da ist es, sagt, wir haben mit Felix Mattes gesprochen, der ist beim Öko-Institut seit Ewigkeiten mit diesem Thema beschäftigt und der hat darauf hingewiesen. Aber problematisch ist natürlich trotzdem die Kompensation der Pendlerpauschale. Ne? Also ich finde, da führt kein Weg dran vorbei. Die senkt einfach, also die wirkt dem entgegen, was der CO2-Preis eigentlich machen soll, oder? Ja, ganz genau. Das ist der Witz. Der CO2-Preis soll ja eigentlich dafür sorgen, dass der Verbrauch fossiler Energieträger, bei deren Verbrennung eben CO2-frei wird, gesenkt wird. Und das schafft man eben in einer Marktwirtschaft am allerbesten darüber, dass man die Dinge teuer macht. Und genau das versucht wiederum die Pendlerpauschale auszugleichen. Das heißt also, die Erhöhung der Pendlerpauschale führt dazu, dass genau diese Anreizwirkung, die die CO2-Bepreisung eigentlich erreichen soll, abgeschwächt wird. Da könnte man als solches sagen, na okay, dann bleibt ja immerhin noch ein bisschen Steuerungswirkung in anderen Bereichen, zum Beispiel bei den Heizkosten. Wirklich problematisch ist an dieser Kompensation über die Pendlerpauschale deren soziale Wirkung. Das haben wir schon verschiedentlich in der Lage kritisiert. Aber wir haben jetzt nochmal eine Studie rausgekramt, die das auch nochmal so ein bisschen durchrechnet. Ja? Der Witz ist eben, und dass die Pendlerpauschale ja nicht etwa ein Zuschuss ist, wo jeder quasi bar auf Tatze bestimmte Euros pro Monat geltend machen kann, sondern die Pendlerpauschale wirkt in der Weise, dass man einfach einen bestimmten Betrag von dem zu versteuernden Einkommen abziehen kann. Das heißt also, man verdient dann in Anführungsstrichen rechnerisch weniger, ja, und muss dementsprechend weniger Steuern zahlen. Aber wir haben ja in Deutschland eine Steuerprogression. Das heißt, man zahlt umso mehr Prozente Steuern auf sein Einkommen, desto mehr zu versteuerndes Einkommen man erzielt. Mit anderen Worten, wenn man was vom Einkommen abziehen kann, aber nur wenig verdient, spart man auch nur wenig. Wenn man viel verdient, spart man sehr, sehr viel. Und das hat der Verein CO2-Abgabe schon Anfang 2019 mal durchgerechnet, sogar noch am Beispiel der alten Pendlerpauschale. Dieser Effekt wird sich jetzt noch dramatisch verschärfen mit der erhöhten Pendlerpauschale aus diesem Kompromiss. Schon heute ist es so, dass man ab 22.000 Euro zu versteuerndem Einkommen im Schnitt, ja, das sind natürlich immer Durchschnittswerte, mehr rausbekommt, als man über eine CO2-Abgabe in den Topf des Bundes zahlen muss. Das heißt, du kriegst mehr raus. Das heißt, du fährst und du zahlst zwar eine CO2-Abgabe, aber am Ende hast du mehr im Portemonnaie durch die erhöhte Pendlerpauschale. Genau, wenn du mindestens 22.000 Euro verdienst und das ist berechnet auf der Grundlage der durchschnittlichen Entfernung zwischen Arbeitsplatz und Wohnort. Mhm. Die Zahl habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Ich meine, es sind in Deutschland durchschnittlich 16, 17 Kilometer, die Leute zurücklegen im Schnitt. Und wenn man dieser Durchschnittsmensch ist und ab 22.000 Euro verdient, weil 22.000 ist quasi ja Break-even und danach macht man Plus. Und welche Effekte das erzielt, das wird besonders deutlich, wenn man mal jemanden nimmt, der beispielsweise 100.000 Euro im Jahr verdient, der spart über die Pendlerpauschale 700 Euro Steuer, zahlt aber nur 120 Euro für die Mehrkosten für das CO2. Wer hingegen weniger als 22.000 Euro verdient, der zahlt drauf, ja, weil diese Pendlerpauschale eben bei sehr geringen Einkommen und sehr geringen persönlichen Steuersatz eben auch nur eine ganz geringe Kompensationswirkung hat. Mit anderen Worten, die GroKo verteilt weiter um. Und das finde ich das eigentlich Zynische daran. Dass man dieses Argument, dass man nicht einfach eine CO2-Abgabe einführen kann und egal, ja, wer davon betroffen ist, wir müssen das halt machen, sondern das Argument, wir müssen das sozial gestalten, das kaufe völlig ich sofort. Richtig. Das kaufe ich völlig sofort. Da würde wir ich müssen sagen, die Menschen mitnehmen, sagt so, die SPD. Ja, und das ist genau das Argument. So. Ja. Das ist ja auch so. Nur, und das führt ja auch die GroKo im Munde, aber dann macht sie sowas. Weißt du, was das genaue Gegenteil von dem ist, was sie eigentlich versprechen und was ihr Argument ist, um die CO2-Abgabe niedrig zu halten. Ganz genau. Sie nimmt von den finanziell Schwachen die CO2-Abgabe. Ja, die trifft ja jeden und finanziell weniger gut aufgestellte Menschen zahlen prozentual sogar einen höheren Anteil für Energiekosten in ihrem privaten Budget. Und sie verschiebt diese Kohle über die Pendlerpauschale zu den Leuten, die ohnehin schon viel Geld haben. Und das ist noch, also das setzt quasi dieses ungerechte System fort. Denn das auch nochmal, wir zahlen ja schon die Kosten für das CO2.
Es sind nur nicht die Verursacher, die diese Kosten zahlen, sondern die Allgemeinheit. Für Dürreschäden, für Krankheiten, ne, für Vorsorgemaßnahmen, Dammbau. Infrastrukturschäden. Infrastrukturschäden, bla bla bla. Das zahlen wir alles. Das sind diese 180, 200 Euro pro Tonne. Die zahlen wir jetzt schon. Aber als Gemeinheit und als Allgemeinheit und nicht die, die dafür verantwortlich sind, indem sie CO2 produzieren. Und diese Ungerechtigkeit, die wird jetzt, weiß ich nicht, ergänzt, verstärkt durch solche Regelungen. Ja, und das finde ich ist das. Das ist eine der bitteren Ebenen. Ja, das ist eine der bitteren Ebenen und ich finde es vor allem total interessant, dass das offensichtlich auch der SPD überhaupt nicht klar ist, ne? Dass sie mit diesen ganzen Tricksereien mit der Pendlerpauschale eben gerade nicht den sozial Schwächeren helfen, sondern den Großverdienern. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwas ist doch da schief, ja? Ich meine, das sind doch Politikprofis, ja? Das machen die ja nicht aus Versehen. Ja, und da verstehe ich einfach nicht, wieso man das nicht deutlicher auch anprangert, denn eigentlich müsste man doch sich jetzt hinstellen und sagen, wir haben diesem Kompromiss zugestimmt, weil wir einen Kompromiss überhaupt finden wollten. Wir finden das aber eigentlich falsch, weil es eine weitere Umverteilung von unten nach oben ist. Und eigentlich sollte es ja gerade mit der neuen SPD-Spitze einen Neustart geben. Ja, und das finde ich. Also da hätte man doch, ja, oder? Ja, und das, ja, so. Genau, aber wenn ich dich unterbreche, das finde ich ja gerade das Unglaubwürdige. Ne? Ich finde, Kompromiss schließen ist okay, aber wenn man gleichzeitig erzählt, was man gerne durchgesetzt hätte und nicht durchgesetzt hat, das macht den Kompromiss nicht schlecht, das macht einen nur glaubwürdiger, weil natürlich man bei einem Kompromiss nicht alles durchsetzen kann, aber indem man deutlich macht, was man gerne durchgesetzt hätte, kann man auch Profil gewinnen. Ja, und indem man zum Beispiel sagt, liebe Leute, uns ist klar, das ist keine perfekte Lösung, hätte die SPD in diesem Beispiel jetzt mehr Mandate im Bundestag, dann hätten wir gerne Folgendes und Folgendes gemacht, ging leider nicht, aber daran ist die Union schuld. Ne? Aber das hörst du halt weit und breit nicht, im Gegenteil wird, das ist ja das alte Kommunikationsdesaster der SPD, wird irgendein Kompromiss, der im Prinzip den kleinen Leuten das Geld aus der Tasche nimmt, wird hochgejazzt, als sei das jetzt der große Durchbruch. Und das, ich verstehe es einfach nicht. Und weil das Ganze so trotz dieses Kompromisses, trotzdem, ich habe es gesagt, noch so eine halbgare und eigentlich unbefriedigende Lösung ist, sowohl politisch als auch was das Ziel angeht, hat sich diese Woche eine Bewegung, würde ich es mal nennen, nicht konstituiert, aber zumindest das erste Mal groß ins Licht der Öffentlichkeit gewagt. Und zwar nennt die sich German Zero. Und das Ziel davon ist, dass Deutschland alles dafür machen soll und muss, um eben seinen Beitrag zu leisten, um eben die Erderwärmung auf 1,5 knapp darüber Grad am Ende des Jahrhunderts im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Das ist das Ziel dieser NGO. Und ein Teil davon ist zum Beispiel, dass sie sagen, Deutschland soll 2035 klimaneutral werden. Also das ist auch eins der Ziele, was die Fridays for Future sich ja immer auf die Fahnen geschrieben haben. Denn die argumentieren auch mit diesem CO2-Budget, wie wir das ja auch gemacht haben, dass der Weltklimarat gesagt hat, passt auf, wenn ihr das mit einer Zweidrittelwahrscheinlichkeit bei 1,5 Grad halten wollt am Ende des Jahrhunderts, dann habt ihr nur noch, ich weiß nicht, x Gigatonnen CO2, die ihr in die Luft pusten dürft. Und wenn man das auf die Menschen umlegt, die in Deutschland leben, dann haben die das wurde das berechnet, dann hat Deutschland eben nur noch ein CO2-Budget über, das nach der derzeitigen Auspustrate gerade noch bis 2023 reicht. Also das ist dann in 3 Jahren aufgebraucht und was da drüber noch ausgestoßen wird, das soll in anderen Ländern wieder eingefangen werden, so eine Idee. Also die fordern auch, dass klimaschädliche Subventionen gestrichen werden, die fordern den CO2-Preis von 50 Euro die Tonne, der dann in den nächsten 4 Jahren auf 90 Euro die Tonne ansteigt. Also das sind im Kern die Ziele, die ja auch hier referiert wurden und von der Wissenschaft im Prinzip auch abgenickt wurden. Ja, das würde mich mal interessieren, Philipp, also du sagtest es gerade schon, ne? Die Ziele haben wir jetzt schon aus verschiedenen Quellen gehört, man kann sich so ein bisschen streiten, wie viel Euro pro Tonne CO2 denn jetzt in welchem Jahr erforderlich sind und man kann sich über Subventionen streiten, ja, die fatale Wirkung der Pendlerpauschale haben wir gerade zum wiederholten Mal ja nochmal deutlich gemacht, aber was ist denn jetzt das ganz Besondere an German Zero, weswegen du das besonders spannend fandst? Ja, also ich finde interessant, dass es halt nicht einfach nur eine Forderung ist, die sich hingestellt haben und gesagt, ja, das geht so nicht, das soll anders, so, das hatten wir schon. Was ich an dieser Idee ganz interessant finde, ist, dass sie jetzt einen Plan vorgelegt haben. Die haben gesagt, 1,5 Grad Plan. Da stehen halt diese ganzen Forderungen in 8 Blöcken so grob skizziert auf drin. Und dieser Plan, der soll im nächsten Jahr in auch so einem Prozess, an dem möglichst viele Menschen mitschreiben können, zu einem Gesetz
umformuliert werden oder in einen Gesetzentwurf zumindest gegossen werden. Das sagt Heinrich Strößenreuter, der ist Mitinitiator von German Zero. Wir wollen für eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag und im Deutschen Bundesrat sorgen, um dieses 1,5-Grad-Gesetz entscheiden zu lassen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Das ist natürlich ein super ehrgeiziges Ziel, aber um das durchzusetzen, haben sie halt eine ziemlich elaborierte Kampagne aufgesetzt. Also die sagen, wenn wir dieses Gesetz vom Bundestag entscheiden lassen wollen, dann gibt es dafür eigentlich nur ein Fenster und das ist mehr oder weniger das Frühjahr 2022. Weil sie sagen, in dieser Legislaturperiode passiert da nichts mehr, die Wahlen sind 21, dann gibt es Koalitionsverhandlungen, dann konstituiert sich der Bundestag und alle wichtigen Gesetze müssen eigentlich im ersten Jahr dieser neuen Regierung, des neuen Bundestags durch. Sonst wird das alles nichts mehr. Und dazu haben die halt so eine Kampagne aufgestellt, ne? Also, sie wollen parallel diesen Gesetzestext schreiben, aber dann eben so eine Art Graswurzelbewegung schaffen. Also, sie wollen in vielen Städten Aktivisten, Aktivistinnen sammeln. Sie wollen richtige Campaigner und Campaignerinnen einstellen, die das hauptberuflich machen. Sie wollen in verschiedenen Städten so Klimaentscheide in Kommunen herbeiführen. Sie wollen richtig Lobbying betreiben, um auch die Wahlprogramme zu beeinflussen der verschiedenen Parteien. Sie wollen die Kandidatenauswahl beeinflussen. Das ist also richtig, richtig hartes Graswurzel-Lobbying, sagt Strößenreuter. Stehst du, lieber Abgeordnete, für die Zukunft meiner Kinder und Kindeskinder? Stehst du für dieses Gesetz? Und wenn es ein Ja gibt, dann helfen wir beim Wahlkampf, unterstützen. Und wenn es ein Nein gibt, dann werden wir weiter diskutieren. Das macht dann das Blümchenteam, was den Abgeordneten in Berlin begrüßt in seiner Sitzungswoche, begleitet ihn durch die ganze Woche. Und wenn er dann zu Hause ist, dann ist das Blümchenteam in Rheinland-Pfalz da und begleitet ihn. So lange, bis wir Konsens haben, was Zukunft, was Schutz unserer Kinder und Kindeskinder angeht. Also, das ist also richtig. Wirklich eine geplante, wenn du so willst, Bürger-Lobbying-Aktion, die soll 6 Millionen Euro pro Jahr kosten. Das ist eine Menge Holz, da muss man spenden. Die haben angeblich an einem Abend, den sie hier in Berlin veranstaltet haben, knapp 500.000 Euro eingesammelt. Ich finde daran interessant, dass es wirklich, also es ist ein super ambitioniertes Ziel, zwei Drittel Mehrheit für so ein Gesetz, für so ein mega, mega striktes Gesetz. Aber es scheint mir halt auch wirklich recht professionell aufgestellt zu sein. Also Heinrich Strößenreuter, der ist da kein Unbekannter, der hat in Berlin auch das Mobilitätsgesetz durchgesetzt und mit durchgesetzt und auch so ein Bürgerentscheid zu Fahrradwegen und so initiiert. Der war früher bei der Deutschen Bahn, der hat bei verschiedenen Unternehmen gearbeitet. Also der ist da wirklich erfahren, was sowas angeht. Das ist natürlich jetzt nochmal eine andere Liga, aber ich finde das politisch super interessant, ob die das schaffen, so wirklich eine professionell organisierte Lobbyorganisation aufzubauen, die das durchsetzt. Ja, das finde ich auch eine sehr, sehr spannende Frage, denn ich habe schon das Gefühl, das ist eins der ganz großen Themen unserer Zeit, ne? Also grundsätzlich mal scheint es in der Bevölkerung eine ganz breite Mehrheit dafür zu geben, das Klima in irgendeiner Art und Weise zu retten. Aber man muss ja solche politischen Vorstellungen, die zunächst mal ja sehr allgemein sind, immer runterbrechen in konkrete Alltagspolitik. Und diese Initiative, Philipp, die du vorgestellt hast, die scheint mir doch immerhin das Potenzial zu bieten, genau diese Arbeit zu leisten, ne? Die Grundidee, Klimaschutz umzusetzen in konkrete Maßnahmen und eben auch nicht davor zurückzuschrecken, wenn es mal wehtut. Gerade dieser zweite O-Ton, finde ich, hat das ja sehr deutlich gemacht, wo man eben versuchen will, die Abgeordneten wirklich so richtig quasi zu verfolgen, ne? Dass sie einfach merken, das ist jetzt ein spannendes Thema, das ist ein wichtiges Thema und das lässt sich jetzt nicht mehr weiter aussitzen. Ich bin sehr gespannt, was die auf die Beine stellen. Ja, also ja, wie gesagt, diesen Plan haben sie veröffentlicht. Das ist, glaube ich, eher so dieser Impuls. Das ist, also das soll der Plan sein, der wirklich dieses 1,5-Grad-Ziel erreicht und nicht irgendwie so, ja, wir robben uns ran und gucken, was da politisch machbar ist und wir wissen alle, wir werden das mit dem, was wir da jetzt beschlossen haben, nicht erreichen, aber es ist ja besser als nichts, sondern sie setzen dagegen, das sind die wissenschaftlichen Erkenntnisse, das sind die Maßnahmen, hier ist das Gesetz und dann sagen sie, wollen sie lobbyieren bei den Abgeordneten und Abgeordneten, hier ist das Gesetz. Damit erreichen wir 1,5. Bist du dafür oder bist du dagegen? Aber zum Beispiel diese soziale Frage, ne? Wie gleichst du diese Mehrkosten aus? Da machen sie keinen Hehl daraus, dass natürlich da Mehrkosten entstehen und mehr Belastung. Das soll im Rahmen, im Prozess dieses Gesetzschreibungsprozesses zum Beispiel erörtert werden. Da haben die jetzt noch keine Antwort drauf gegeben. Könnt ihr euch ja mal angucken. Link ist in den Shownotes. Würde mich interessieren, was ihr davon haltet.
Werbung. Viele von euch nutzen ja wahrscheinlich Speicherplatz in der Cloud, also zum Beispiel bei Dropbox, bei Google Drive, bei OneDrive von Microsoft oder sonst wo. Und machen wir auch, das ist alles super praktisch. Aber die Daten liegen meist im Ausland und das auch oft noch unverschlüsselt. Jeder, der irgendwie Zugang bekommt, kann sie also lesen. Behörden, Hacker oder die Cloud-Anbieter selbst natürlich sowieso. Und da kommt Box Cryptor ins Spiel, eine Software aus Süddeutschland. Mit Box Cryptor könnt ihr Daten verschlüsselt in der Cloud speichern. Die Software verschlüsselt die Daten und Ordner bei Dropbox, Google Drive, OneDrive und bei mehr als 30 anderen Cloud-Anbietern und zwar direkt auf eurem Gerät. So ist der Cloud-Speicher nicht nur praktisch, sondern eben auch sicher. Und Box Cryptor ist in der Basisversion kostenfrei. Damit könnt ihr dann einen Cloud-Dienst auf zwei Endgeräten nutzen. Aber mit Box Cryptor Personal könnt ihr so viele Cloud-Dienste und Geräte nutzen, wie ihr wollt, für 36 Euro im Jahr. Box Cryptor ist auch was für Firmen. Das bedeutet, auch Teams können sicher in der Cloud zusammenarbeiten. Details über Cloud-Verschlüsselung made in Germany findet ihr bei boxcryptor.com. Firmenkunden schicken mal für ein Angebot eine E-Mail an sales@boxcryptor.com, Stichwort Lage der Nation. Aber alle die, die Box Cryptor Personal nutzen wollen, also für sich persönlich so viele Cloud-Dienste, wie ihr wünscht, mit so vielen Geräten, wie ihr wünscht, für die gibt es ab sofort bis Ende Januar 30% Rabatt mit dem Stichwort Lage 19 unter boxcryptor.com. Werbung. So, da sind wir wieder und kommen zu unserem nächsten Thema bei uns im Pad und das ist der Brexit. Da wollen wir euch noch einen kurzen Überblick geben, was sich im Vereinigten Königreich getan hat und außerdem uns einmal so ein bisschen die Frage stellen, was das eigentlich bedeutet für die politische Landschaft in Großbritannien, was Boris Johnson da in den letzten Tagen so alles hat anklingen lassen. Zunächst mal zu den Fakten. Er gibt in Sachen Brexit richtig Gas. Schon heute am Freitag ist im Parlament die zweite Lesung des Brexit-Gesetzes geplant und am 10. Januar dann die dritte Lesung, dann ist es durch. Das heißt also, in Großbritannien wird die Zustimmung zu dem vorliegenden Brexit-Deal wohl sehr schnell das Parlament passieren können. Dabei wurde das Austrittsgesetz allerdings auch schon umgeschrieben, denn jetzt verbietet es regelrecht eine Verlängerung der Übergangsphase nach dem Ende 2020. Wir haben in der vergangenen Folge bei der Lage live in Leipzig schon darauf hingewiesen, dass durchaus wieder eine Hängepartie drohen könnte, wenn nämlich die Europäische Union und das Vereinigte Königreich im Jahr 2020 kein Abkommen über die weiteren Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und dem UK auf die Beine bekommen. Da ist dann durchaus wieder sowas wie fast ein harter Brexit in der Diskussion. Und da möchte Boris Johnson jetzt noch quasi weiter den Druck erhöhen, indem er eine Verlängerung der Übergangsphase, die im kommenden Jahr gelten wird, über das kommende Jahr hinaus verbieten möchte. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn das in einem Gesetz steht, dann kann man das Gesetz natürlich auch wieder ändern. Vielleicht dramatischer eigentlich, das Mitspracherecht des Parlaments beim künftigen Freihandelsvertrag mit der EU soll ausgeschlossen werden. Das heißt also, Boris Johnson möchte dieses Gesetz im Prinzip als alleinigen Akt der Exekutive, der Regierung in Kraft setzen. Ja, und das ist natürlich ja ein Vorgeschmack auf das, glaube ich, wie Boris Johnson das ganze politische System im Vereinigten Königreich umbauen wird. Also das Oberhaus, das House of Lords, das hat ja den Brexit sehr, sehr kritisch begleitet und dem will er Macht entziehen. Das Verfassungsgericht, das hatte ja Johnsons Parlamentsschließung im Frühherbst für unrechtmäßig erklärt. Auch das, dessen Macht will er angeblich beschneiden oder er denkt zumindest darüber nach, den politischen Einfluss der Justiz und der Lords einzuschränken und auch die Macht des House of Commons soll beschränkt werden. Also der Prime Minister soll das Parlament jederzeit auflösen können. Ich weiß nicht, haben wir da eine Quelle dafür? Das war ehrlich gesagt eine Äußerung von Katharina Barley, der ehemaligen Justizministerin, DLF, heute Morgen im DLF, ganz genau. Ja. Also das wären ja schon massive Einschnitte. Ne? Also das wäre ja wirklich jenseits des Brexit, wäre das ja eine deutliche Zuspitzung des Systems auf den Premierminister.
Ja, ganz genau. Man sieht da, finde ich, sehr deutlich den Einfluss von Boris Johnsons großem Vorbild, nämlich Donald Trump. Donald Trump ist ja Präsident der Vereinigten Staaten, wie man weiß, und dort aber auch in einem ganz anderen demokratischen System gewählt worden, nämlich in einem Präsidialsystem, wo es quasi auf der einen Seite die Legitimation des Parlaments durch Wahlen gibt und dann eine ganz separate demokratische Legitimation durch Direktwahl des Präsidenten. Eigentlich ist das britische System ein anderes. Also eigentlich ist der Premierminister vom Parlament abhängig, weil es eben gerade kein Präsidialsystem ist, sondern ein republikanisches System, ein Parlamentssystem. Insofern bin ich mal sehr gespannt, inwieweit er diesen Umbau tatsächlich hinbekommen wird und inwieweit dieser Umbau sich überhaupt mit den Spielregeln der britischen Verfassung umsetzen lassen wird. Wobei man immer das Problem sehen muss, dass es ja gerade keine geschriebene Verfassung gibt, sondern im Grunde nur so was wie eine jahrhundertealte Verfassungstradition. Aber ich bin sehr gespannt, wenn er tatsächlich diesen Umbau hin zu einem quasi präsidialen System, wie das jetzt in den Stichworten oben anklang, wenn er das tatsächlich versuchen sollte, bin ich sehr gespannt, ob es dagegen Klagen geben wird beim quasi Äquivalent zum Bundesverfassungsgericht, dem Supreme Court, und wie dieses Gericht das denn sehen wird. Ja, also letztlich, mich hat das so ein bisschen auch daran erinnert, an diese Beschreibung von How Democracies Die. Ja, also dass es offensichtlich um viel, viel mehr geht als den Brexit. Jetzt kann man überlegen, in welche Richtung geht denn dieser Umbau? Ist es nur ein Umbau und bleibt im demokratischen Rahmen? Okay, ja. Oder wird es ein Umbau, der demokratische Institutionen, wenn nicht komplett aushebelt, so doch massiv einschränkt und diese ganze demokratische Struktur des Landes ändert? Weil, wie gesagt, mich hat das erinnert an How Democracies Die, Sachbuch darüber, wie Demokratien sterben. Und die beschreiben eben genau diese Prozesse als den Standard-Sterbensprozess von Demokratien. Menschen mit zweifelhaftem demokratischem Verständnis werden demokratisch gewählt, bauen die Demokratie dann mit ihrer Macht aber so um, dass sie eigentlich nicht mehr wiederzuerkennen ist. Ja, ganz genau. Und das erleben wir ja einfach in einer ganzen Reihe von Staaten. Also von den USA und Großbritannien war gerade schon die Rede, aber wir sehen es auch in Polen, wo eben eine ganze Reihe von Institutionen systematisch geschwächt werden. In Polen betrifft es vor allem die Justiz, ja, die systematisch gleichgeschaltet wird im Interesse der derzeitigen Staatspartei, der PiS. Wir erleben das in Ungarn, wo der immerhin ja demokratisch gewählte Regierungschef Viktor Orban eben auch systematisch versucht, alle Institutionen zu schwächen, die ihn möglicherweise kritisieren könnten. Also in dem Fall betrifft es vor allem die Presse und ausländische Organisationen. Ja, denken wir an die Universität, die zugegebenermaßen natürlich von George Soros gesponsert worden war, in die European University heißt sie, glaube ich, in Budapest, die inzwischen quasi nach Wien fliehen musste, weil die Arbeitsbedingungen einfach sehr, sehr schlecht wurden, sodass sie es in Budapest nicht mehr ausgehalten haben. Also man sieht ganz systematisch diesen, wie du sagst, Philipp, ne, diesen Umbau von Gesellschaften hin zu einem, ja, man muss es im Grunde mehr sagen, Meine Autokratie, das Ziel ist immer so eine Art Einheitsstaat, ne? Wo es eben zwar noch demokratische Wahlen gibt, wo aber einfach die demokratischen Prozesse vor diesen Wahlen, ja, die dann die das Bewusstsein der Menschen bestimmen, die tatsächlich auch die Wahlentscheidung beeinflussen, so manipuliert werden, dass die Menschen tatsächlich eigentlich keine Wahl mehr haben, weil sie subjektiv das Gefühl haben, dass es überhaupt nur den einen großen Führer gibt. Und ich meine, auch in Russland verspielen sich ja ähnliche Prozesse ab. Ja. Alles Systeme, wo es Wahlen gibt, ja, wo auch theoretisch Oppositionskandidaten antreten können, aber wo es einfach immer schwieriger wird für Menschen, die noch nicht an den Schalthebel der Macht sind. Wobei man natürlich auch ein bisschen differenzieren muss, ne? Also ich will jetzt nicht die Vereinigten Staaten und das Russland Putins in einen Topf werfen. Also Donald Trump hat noch keine Autokratie errichtet, ne? Aber er arbeitet eben systematisch insbesondere daran, die Kritik der Medien auszublenden, indem er Medien systematisch diskreditiert. Ne? Also Lügenpresse und so. Fake News. Also mehr Macht für die Mächtigen, weniger Macht für die Minderheiten, weniger Rechte für die Minderheiten, Machtwechsel wird strukturell und systematisch erschwert. Das sind alles so Hinweise darauf, dass irgendwas schiefläuft. Das gibt es natürlich in unterschiedlichen Grauzonen, aber das sind die Mechanismen, auf die man achten kann, wenn man sowas versucht zu analysieren. Es gab diese Woche auch noch einen Text, den wir euch mal zu Gemüte oder vorlegen wollten, findet ihr in den Shownotes, ist aus Foreign Policy in Focus, heißt das. Und da wird überlegt und analysiert und gefragt, was eigentlich das Spezifische an diesen Nationalismen von rechts ist. Und wir haben überlegt, ob wir das reinnehmen, wollten das jetzt hier nicht so super ausführlich diskutieren, aber es gibt, finde ich, schon ganz interessante Denkanstöße zumindest.
Und der wird von dem Autor so formuliert, dass man ja einerseits denkt, naja, Nationalismus, das bedeutet, der Nationalstaat steht im Mittelpunkt bei allem. Grenzschutz, Gesundheitssystem, die, wie auch immer man sie definiert, Bürger, Bürgerin dieses Nationalstaats stehen im Zentrum und alles andere kommt danach. Aber die formulieren, ich weiß nicht, wie du das verstanden hast, Ulf, aber die formulieren, die den, und das zeige sich im Brexit exemplarisch, die formulieren diesen Nationalismus von rechts als so eine Art zynischen Nationalismus, wo sie argumentieren, ja, sie machen nationalistische Argumente, get Brexit done, America first, make America great again, take back control, das sind ja alles so Phrasen, die darauf, die zumindest die Stimmung und den Eindruck erwecken, es geht hier um uns Briten, um unser Land. So, dass das aber nur an der Oberfläche wirklich auch gemeint ist, sondern tatsächlich, so argumentieren die Autoren, geht es den Leuten wie Johnson darum, das Land eigentlich in, sag mal, in einen globalen Wettbewerb zu führen von mehr oder weniger von Firmen aufgestellten Regeln. Und in diesem Wettbewerb kann man aber nur bestehen, wenn die Leute zu Hause, die sich von diesem Nationalismus eigentlich angesprochen fühlen sollten, zurückstecken. Und die sagen, Zitat, what is really at stake is the impulse to outmaneuver competitors by finding an advantageous niche within the world market for Britain to become the Singapore of Europe. Also sie sagen, worum es hier wirklich geht, ist der Impuls, Wettbewerber auszustechen, um sich eine vorteilhafte Nische im Weltmarkt zu finden, um Briten zu einer Art Singapur von Europa zu machen. And paradoxically, it is the language of nationalism that is being deployed to advance this more ruthless and disempowering vision of neoliberal globalization. Also sie sagen, und paradoxerweise ist die Sprache des Nationalismus diejenige Sprache, die angewendet wird, um eine rücksichtslosen und entmächtigende Version des neoliberalen Globalisierung voranzutreiben. Überzeugt dich das? Also ich denke, dass die Mechanismen jedenfalls durchaus gut beschrieben sind. Ne? Wenn das ein Nationalstaat ist, eben weitaus weniger in der Lage, im globalen Welthandel sich durchzusetzen und insbesondere Sozialstandards alleine hochzuhalten. Ne? Wenn man einen großen Markt hat wie in der Europäischen Union, fast 500 Millionen Einwohner, dann hat man wenigstens noch eine gewisse Chance, sich auf Sozialstandards zu einigen und die dann zum Beispiel auch durch Zölle an den Grenzen durchzusetzen. Ja? Indem man halt sagt, okay, also die T-Shirts aus Bangladesch, die werden unter schlechteren Sozialstandards produziert, also erheben wir Einfuhrzölle, damit die Firmen aus Bangladesch eben keinen Wettbewerbsvorteil haben durch ihre extrem schlechten sozialen Standards und damit wir uns quasi unsere europäischen sozialen Standards leisten können. Das ist natürlich jetzt ein sehr schlagwortartiges Bild, ne, oder ein sehr holzschnittartiges Bild, aber das zeigt so ein bisschen das Grundprinzip. Du brauchst eine gewisse Stärke auf dem Weltmarkt, um tatsächlich über Zölle unterschiedliche sozialen Standards konkurrenzieren zu können. Und in der Tat ist es mit Sicherheit so, das haben wir ja in der letzten Folge auch schon kurz angediskutiert, dass die Verhandlungsposition des Vereinigten Königreichs auf dem Weltmarkt extrem schlecht ist, jedenfalls im Vergleich zum UK, einfach zur Europäischen Union, einfach weil sie nur ein Zehntel der Einwohner haben, über den Daumen gepeilt. Ne? Und das ist einfach ein wesentlich weniger spannender Markt als die Europäische Union im Ganzen. Das heißt also, die müssen mit den Sozialstandards und einfach selber runtergehen, um auf diesem Weltmarkt bestehen zu können. Mit anderen Worten, die kleinen Leute werden das bezahlen müssen. Die kleinen Leute in Großbritannien werden das bezahlen müssen und das sind genau die Leute, die man mit so Rattenfängersprüchen wie Take Back Control, ja, hol dir die Kontrolle über dein eigenes Land zurück, mobilisiert hat, für den Brexit zu stimmen. Das ist insofern teile ich deine Einschätzung, Philipp, dass es extrem zynisch ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, okay, die Leute haben dann eben so eine Art Eigentor geschossen. Ne? Wer diesen populistischen Slogans nachläuft, der zahlt dann eben den Preis über ein schlechteres soziales Sicherungssystem. Ja, und da muss ich auch an uns denken, also an mich speziell bei der letzten Lage, dass man sich natürlich über das Wahlprogramm von Corbyn und der Labour-Partei enorm lustig gemacht hat, weil die so doof waren, nicht auf den Brexit zu gehen. Aus dieser Perspektive würde ich sagen, waren sie eigentlich die verantwortungsvollere Partei, die gesagt hat, Leute, es geht hier um andere Sachen. Es geht hier um unser Gesundheitssystem. Es geht um soziale Sicherungssysteme. Es geht um Bildung. Es geht um Renationalisierung von
Infrastruktur, die Labour versilbert hat und wo alles viel teurer geworden ist für alle. Und das müssen wir zurückkaufen. Also im Kern könnte man auch argumentieren, dass Labour sich auf die wirklichen, wesentlichen Probleme konzentriert hat, während die Tories und Johnson gesagt haben, Brexit, Brexit, Brexit und alle sind darauf abgefahren. Aber letztlich der verantwortungsvollere Pitch war eigentlich der von Labour, könnte man argumentieren. Ja, ich würde denken, dass Labour es vielleicht ein ganz kleines bisschen übertrieben hat hier und da mit den Slogans, weil sie so eine Art Rundumschlag geplant haben. Aber im Kern, Philipp, würde ich das unterschreiben, was du sagst. Labour hatte quasi die wirklichen Probleme des Landes adressiert und wirkliche Lösungsvorschläge gemacht, während Boris Johnson im Wesentlichen auf Slogans gesetzt hat. Das Problem ist nur, dass gerade die Menschen, die von den Slogans am meisten fasziniert werden, eben damit letztlich gegen ihre eigenen Interessen wählen. Das ist das Tragische daran, dass gerade die Menschen, die eigentlich eine sozialere Politik brauchen würden, ja, um ihre Lebenssituation zu verbessern, dass gerade diese Menschen eben dann besonders empfänglich sind für die fatalen Verlockungen des Populismus. Und das führt dann natürlich wiederum zu so einer Art selbstverstärkenden System. Die Leute sind frustriert, ja, weil ihre Lebenssituation vielleicht nicht so toll ist. In Großbritannien ist das ja noch viel gravierender als in Deutschland. Dann wählen sie schon jemanden, der sagt, hey, Take back control, jetzt wird alles gut, und dann werden sie leider erleben, ja, in kürzester Zeit, dass sich überhaupt gar nichts für sie bessern wird unter Boris Johnson und nach dem Brexit, sondern ganz im Gegenteil, alles spricht dafür, dass die Menschen enorm draufzahlen werden, gerade in den ländlichen Regionen, die ja eben sehr für den Brexit gestimmt haben und die bislang am meisten von EU-Subventionen profitiert haben, ne? Die werden natürlich alle wegfallen. Die CDU in Sachsen-Anhalt, aber auch in der Bundeszentrale hat diese Woche über ein Nazi-Problem debattiert und debattieren müssen. Ist die Diskussion jetzt vorbei oder nicht? Das können wir gleich nochmal sehen. Also was war passiert? Diese Woche ist rausgekommen durch den Tweet eines Sozialdemokraten, SPD-Mannes, dass die CDU in Sachsen-Anhalt mindestens einen Ex-Nazi in ihren Reihen hat. Mittlerweile, das muss man sagen, ist er ausgetreten. Trotzdem wollen wir das hier nochmal aufnehmen, weil das, glaube ich, von grundsätzlicher Bedeutung ist. Es geht um Robert Möritz, der ist 29, Physiotherapeut. Und der war Beisitzer im Kreisvorstand der CDU von Anhalt-Bitterfeld. Und die Vorwürfe, die ihm gemacht wurden, wie gesagt, enthüllt durch einen SPD-Mann, war, dass der Mann, was er dann auch einräumte gegenüber seinem Kreisverband, vor 8 Jahren, 2011, mal Ordner bei einer Neonazi-Demo war. Außerdem hat er eine Tätowierung auf dem Arm, die schwarze Sonne, ein klares Nazi-NS-Symbol. Bis vor wenigen Tagen war er auch noch Mitglied im Verein Uniter, was so ein Prepper-Verein ist, der sich auf den Tag X vorbereitet, aber eben auch viel mit Rechtsextremismus zu tun hat. Die Bild schreibt, er habe in Thüringen an Wehrsportübungen teilgenommen. Also das sind alles massive Vorwürfe gewesen. Der Kreisverband hat das zunächst gesagt, ja, ist okay. Er hat sich ja davon distanziert, aber das hat dann die Koalition doch erheblich belastet. Und nun ist er also ausgetreten, nachdem der Sachsen-Anhaltische Landesverband ihm Ultimatum gesetzt hatte. Also er sollte bis zum 27. Dezember alle Aktivitäten in der rechtsextremen Szene darlegen, das Tattoo entfernen und erklären, dass Hakenkreuze und andere NS-Symbole mit den Grundsätzen der Landes-CDU in Sachsen-Anhalt unvereinbar sind. Nur ist er ausgetreten, Zitat, die Welt hat das Schreiben, er sagt, um weiteren Schaden von der Partei abzuwenden und politische Diskussionen zu befrieden, möchte ich hiermit ein politisches Zeichen setzen. Manchmal bedarf es der Besinnung auf die wahren Prioritäten im Leben. Zitat Ende. Jetzt könnte man sagen, Ulf, ist ein Mann im Beisitzer im Kreisvorstand von Anhalt-Bitterfeld. What's the problem? Ja, das könnte man natürlich in der Tat sagen, aber ich glaube, dieses Zitat, das du gerade vorgelesen hast aus dem Austrittsschreiben, das macht sehr schön deutlich, wo eigentlich das Problem liegt. Der Mann besinnt sich auf die wahren Prioritäten im Leben und es liegt nicht ganz fern anzunehmen, dass er damit meint, das wissen wir nicht sicher, aber so klingt es für mich, seine rechtsradikalen Kumpels. Ja, er hat da dieses Hakenkreuz-Ersatzsymbol auf dem Ellenbogen, das er jahrelang nicht entfernt hat. Und ich meine mal ganz ehrlich, wer mit einem quasi Hakenkreuz
rumläuft, der gibt damit ein mehr als deutliches Statement ab. Der lässt aus meiner Sicht überhaupt keinen Zweifel, wo er politisch steht, was er so alles richtig und falsch findet. Und da muss man denken. Es wurde gesagt, er würde sich für, oder er hat es glaube ich selber gesagt, er würde sich für keltische Mythologie interessieren, deswegen sei das noch drauf. Ist auch klar, ich bitte dich. Für den. Genau, das Ganze hat natürlich mit keltischer Mythologie zu tun, haben auch andere Experten schon gesagt. Also die Symbolik ist ganz, ganz eindeutig und Punkt. Genau, also ja, von mir aus kann es auch was mit keltischer Mythologie zu tun haben. Der entscheidende Punkt ist, dass es jedenfalls allgemein verstanden wird als de facto Hakenkreuz und dass es als solches Symbol verwandt wird in der rechtsextremen Szene. Dass es dann möglicherweise auch noch bei den Kelten eine Rolle spielt, das mag ja alles sein, aber die entscheidende Botschaft ist doch, was es bei uns in Deutschland allgemein ausdrückt. Genauso wie natürlich gibt es das Hakenkreuz zum Beispiel in Indien. Ja, in Indien ist es auch ein ganz normales Symbol, aber niemand würde doch sagen, wenn man ein Hakenkreuz am Arm trägt, dann ist man halt ein Fan indischer Mythologie. Das ist ja wirklich völlig absurd. Aber ich denke, jenseits dieser Symbolik, glaube ich, ist die entscheidende Frage doch eigentlich, wie geht man insbesondere als konservative, aber eben natürlich demokratische Partei wie die Union, wie geht man eigentlich mit Menschen am extrem rechten Rand um? Und ich denke, dieser Austritt löst das Problem jetzt nur vordergründig, denn der gute Mann war jetzt ja nicht der Einzige in der CDU, bei dem man eben sich doch sehr fragen muss, wie es denn da steht mit dem eindeutigen Bekenntnis zu den Werten unserer Demokratie. Und das bedeutet insbesondere, und das ist es ja, wo dann manche Leute wirklich ins Schwimmen kommen, dass die Menschenwürde in gleicher Weise für alle Menschen gilt, egal welcher Herkunft, nationaler Herkunft oder auch ethnischer Herkunft sie denn sein mögen. Das sind so die zentralen Fragen, finde ich. Und da ist einfach das Problem, dass gerade in den ostdeutschen Landesverbänden der Union es da Leute gibt, die da hier und da ins Schwimmen geraten. Und dann ist das zweite große Problem, dass es eben dort Menschen gibt, die keine ganz klare Linie gegenüber der AfD verfolgen, die also eine politische Zusammenarbeit mit der AfD nicht klar ausschließen. Und Philipp, wir haben schon ganz oft darüber gesprochen, wie man mit diesem Problem des Rechtsextremismus umgehen kann. Und was jedenfalls nicht funktioniert, denke ich, ist dieser Versuch einer Umarmungsstrategie. Dass man halt versucht, mit denen zusammenzuarbeiten, dann werden sie sich schon irgendwie in ihren radikalen Thesen abmildern. Das hat noch nie funktioniert, das hat 1933 nicht funktioniert und es gibt auch heute keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass das funktionieren könnte. Genau, das sagt auch Democracy's Die, das viel zitierte Buch, da steht das auch ausführlich drin, könnte ich anschauen. Und dennoch hat halt der Landesparteitag auf Druck des konservativen Kreises in Sachsen-Anhalt beschlossen, A, Islam gehört nicht zu Deutschland und B, dass die Partei eben eine Minderheitsregierung der Union unter Tolerierung der AfD nicht mehr ausschließt. Also daran, finde ich, kann man schon sehen, dass in dieser Partei mindestens im Landesverband Sachsen-Anhalt sehr rechte Kräfte an Macht gewonnen haben. Ich finde nicht, dass das mit dem Rücktritt dieses Beisitzers des Kreisvorstands erledigt ist. Ich will nicht so weit gehen, dass ich es schade finde, dass er zurückgetreten ist, aber mir scheint doch, dass damit jetzt die Diskussion zumindest erstmal beendet scheint. Ich fände es aber durchaus sinnvoll, wenn sie weitergehen würde. Denn die Frage ist ja auch, natürlich ist die Frage, verdienen solche Leute nicht eine zweite Chance? Ja, also das ist 8 Jahre her. Man kann sich auch aus Rechtsextremen, man kann sich auch vom Rechtsextremismus wieder lösen. Ich meine, wir haben auch drüber gesprochen, Exit, so eine Organisation, die Aussteigern hilft, Medienradio drüber gemacht. Das geht, das kann man machen, man kann es auch glaubwürdig machen. Die Frage ist nur, wie macht man das glaubwürdig? Und das geht nicht, indem man ertappt wird. Es kommt raus, man hat bei einer Neonazi-Demo den Ordner gemacht und sagt dann, oh ja, stimmt, wo du es gerade ansprichst, ich schreibe mal einen Brief, in dem ich mich davon distanziere. Sondern man kann sich von sowas distanzieren, aber das ist ein langer Prozess. Und dazu gehört, dass man das zu seiner Biografie erklärt, nicht kleinredet, aber wirklich sich intensiv damit auseinandersetzt. Und das war bei diesem Mann zumindest nicht zu erkennen. Und wenn das nicht zu erkennen ist, glaube ich, dann bleibt einer Partei wie der CDU nichts anderes übrig, auch allen anderen Parteien, solche Leute, die eindeutig rechtsradikale Symbole bis heute auf ihrem Arm tragen, auszuschließen. Das hat, und das daher kam ja der Skandal, das hat einfach zu lange gedauert, weil dieser Kreisvorstand erstmal sagte, naja, er hat ja gesagt, davon distanziert er sich, für uns ist da alles gut. Dann kam bisschen Druck aus dem Landesverband, da kam ein bisschen Druck aus dem Bundesverband und nun ist er halt zurückgetreten. Aber ich habe das Gefühl, diese Diskussion ist nicht beendet. Es gibt keine Kultur richtig in der CDU, wie man, also zumal in der Ost-CDU, wie man mit solchen Leuten umgeht.
Ja, das ist auch mein Eindruck. Und es hat sich insbesondere eben noch nicht so richtig rumgesprochen, dass man klare Kante zeigen muss. Es gibt immer noch diese, ich sag jetzt mal etwas despektierlich, diesen Versuch einer Kuscheltherapie, dass man sagt, naja, wenn man die halt einfach nur einbindet oder noch schlimmer, wenn man die ein oder andere rechtsradikale These einfach zum CDU-Programm macht, dann wird schon alles gut. Aber das stimmt einfach nicht, denn wir haben das zuletzt ganz ausführlich nochmal besprochen. Nach der Thüringen-Wahl, als wir in Oxford die Lage aufgenommen haben, das Einzige, was wirklich hilft, ist dann eine ganz klare Kante zu zeigen und darauf zu verweisen, was tatsächlich die Werte des Grundgesetzes sind. Das ist das eine, was ganz wichtig ist. Und das zweite ist, dass man sich auch nicht täuschen lässt davon, dass da, dass der Rechtsradikale jetzt irgendwelche, anerkennenswerten Anliegen vertreten. Es geht eben überhaupt nicht darum, dass man quasi die Sorgen und Nöte der Menschen ernst nimmt, denn es gibt einfach ja kein Problem mit, keine Ahnung, zu viel Migration nach Thüringen oder so. Ja, gerade in den neuen Ländern gibt es ja einfach relativ wenig Menschen mit Migrationshintergrund. Man darf nicht den Fehler machen, die Thesen oder die Slogans der Rechtsradikalen zu verwechseln mit ernsthaften Sorgen und Nöten der Menschen vor Ort. Das ist, glaube ich, das ganz zentrale Problem. Und da scheint mir einfach noch lange nicht jeder verstanden zu haben, wie diese klare Abgrenzung funktionieren kann. Ja, wie schätzt du denn die Signale aus der Bundes-CDU ein? Also Schäuble hat gesagt, solche Leute haben keinen Platz in der Union. Kramp-Karrenbauer war relativ eindeutig, hat den Namen aber nicht genannt. Also die Frage ist ja, haben Sie zumindest auf der Bundesebene diese Abgrenzungsnotwendigkeit verstanden? Und das glaube ich ja. Das schon, ne? Das schon. Glaube ich schon. Aber in den Landesverbänden ist es, speziell in ostdeutschen Landesverbänden, ist es wahrscheinlich schwieriger. Ja, ganz genau. Aber das hat natürlich auch sehr viel mit der DNA der CDU zu tun. Natürlich ist es die sogenannte christlich-demokratische Union. Aber eigentlich ist Wesenskern der Union ja der Machterhalt. Es ist also noch viel mehr als alle anderen Parteien eine, wie ich finde, auch bewundernswert effiziente Organisation, um tatsächlich politischen Einfluss zu organisieren. Das macht die Union nach meiner Wahrnehmung deutlich geschickter zum Beispiel als alle anderen Parteien in Deutschland. Und deswegen hat man in der Union eben auch so lange Einfluss, wie man der Partei die Macht sichert. Wenn man und da muss man einfach ganz deutlich sehen, dass die AfD in manchen ostdeutschen Ländern eine wahnsinnig verlockende Machtoption ist. Wir haben das in Thüringen gesehen, wo immerhin ein hochrangiger Unionsvertreter nach der Wahl mal mit Gesprächen geliebäugelt hat, will ich mal sagen, ganz vorsichtig, bis er dann letztlich von der Bundesebene wieder eingefangen wurde. Und die Macht ist einfach ein süßes Gift. Ja? Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Und deswegen wird es auch an der Front quasi bei der Union auch immer wieder solche Wackelkandidaten geben. Was ich ganz beruhigend finde, ist, wie gesagt, die klare Linie der Unionsbundesspitze. Gerade der Generalsekretär Paul Ziemiak ist mir da mehrfach sehr positiv aufgefallen, weil er einfach auch sehr klare Statements abgegeben hat, obwohl er ja eigentlich auch eher zum moderat-konservativen Flügel der Union gehört und jetzt nicht zu den ganz progressiven Merkelianern. Insofern, also die Bundeslinie steht, aber die Frage ist dann auch immer, inwieweit der Durchgriff auf die Landes- oder gar die kommunale Ebene funktioniert. Die Pkw-Maut lässt uns nicht entkommen. Die ist zwar gescheitert. Der Europäische Gerichtshof hatte ja diese Idee im Juni diesen Jahres, es ist ja noch 2019, für rechtswidrig erklärt, weil die vor allen Dingen von der CSU vorangetriebene Pkw-Maut Ausländer diskriminiert hätte. Dennoch wird sie uns alle wahrscheinlich sehr teuer zu stehen kommen, so wie es jetzt aussieht. Denn Verkehrsminister Andreas Scheuer hat dieses Herzensprojekt der CSU vorangetrieben und schon Ende 2018 die Verträge unterschrieben, obwohl zumindest offen war, ob der EuGH sie denn kassieren wird oder passieren lassen wird. Und er hat sie unterschrieben, so vermute ich, so früh unterschrieben, weil er die Maut halt schon 2020 gerne in Betrieb nehmen wollte und nicht erst im Wahljahr 2021, wo dann mögliche Pannen bei der Maut schlechte Wahl-PR gewesen wären. So, und diese Woche, das ist so das nächste Kapitel, kommt raus, diese Betreiberfirmen, die das Ding eigentlich hätten betreiben sollen, Kapsch und CTS Eventim, die haben gesagt, was sie denn gern so als Schadenersatz hätten. Dafür, dass ihnen die Verträge gekündigt wurden. Und die Zahl ist dann doch hoch. 560 Millionen hätten sie gerne. Und die Aussicht, dass sie das kriegen, sind gar nicht so schlecht.
Ja, das ist natürlich jetzt wieder so eine typische Situation, wo eine juristische Bewertung aus der Ferne schwerfällt, weil wir ja die Verträge nicht im Original vorliegen haben. Aber in der Tat ist jedenfalls der rechtliche Ansatz nicht absurd zu sagen, ihr habt mit uns Verträge geschlossen mit einer bestimmten Laufzeit. Innerhalb dieser Laufzeit hätten wir den folgenden Reingewinn erzielt. Ihr habt die Verträge gekündigt und deswegen wollen wir jetzt als Schadenersatz diesen verbleibenden oder diesen entgangenen Gewinn. Das ist im Ansatz eine, wie soll ich sagen, tragfähige Argumentation. Natürlich müssen sich die Betreiber ersparte Aufwendungen gegenrechnen lassen, das ist völlig klar. Aber im Kern wird man vor allem schauen müssen, wie die Risikoverteilung in diesem Vertrag ist, nämlich insbesondere, ob für den Fall der rechtlichen Unmöglichkeit der Durchführung dieses Mautkonzepts tatsächlich eine Kündigungsmöglichkeit für den Bund vorgesehen worden war oder ob dieses Risiko auf die Betreiber verlagert, auf den Bund verlagert worden ist. Und wenn ich das richtig verstehe, Philipp, sind die Verträge so gestaltet, dass in diesem Fall eben der Bund zahlen muss. Ja, also so verstehe ich zumindest die Berichterstattung. Wir kennen die Verträge nicht. Ich weiß auch nur, das, was in den Medien steht und in der Süddeutschen etwa, war zu lesen, dass eben Andreas Scheuer diesen Betreibern in den Verträgen hat zusichern müssen, falls der EuGH dieses Ding kippt, kriegt ihr den gesamten erwarteten Gewinn für die 12 Jahre Vertragslaufzeit abzüglich einiger Kosten. Und Süddeutsche schreibt, das hat er denen zusichern müssen, weil er es a. schnell abschließen wollte und b. weil es eben nicht viele, / sonst keine Anwärter, Bewerber auf diese Infrastrukturinitiative, auf dieses Projekt gegeben hat. Und nur unter diesen Bedingungen, so schreibt die Süddeutsche, hätten sich diese Unternehmen wahrscheinlich darauf eingelassen, dass sie da im Zweifelsfall schadlos wieder rauskommen. Und der Bundesrechnungshof, der hat ja auch einen Bericht geschrieben an den Bundestag und da wirft er dem Minister Vergabe- und haushaltsrechtliche Vergehen vor und wirft ihm auch vorher Kosten vor dem Bundestag versteckt. Der Minister weist diese Vorwürfe zurück. Aber laut Süddeutscher sind die Vertragsklauseln da relativ klar. Dennoch will Andreas Scheuer nicht zahlen. Über den Twitter-Kanal seines Ministeriums ließ er folgenden O-Ton verbreiten. Wir weisen mit aller Entschiedenheit die Forderungen der Betreiber zurück. Die Zahlen sind falsch und entbehren jeglicher Grundlage. Die Betreiber haben keinen Anspruch auf Entschädigung. Sie haben ihre vertraglichen Leistungen nicht erfüllt. Sie haben vertragliche Meilensteine gerissen und sie haben nach der Kündigung die Verträge vorsätzlich und treuwidrig verletzt. Der Bund hat die Verträge deshalb aus mehreren triftigen Gründen gekündigt. In diesem Fall ist die Vertragslage ausdrücklich zugunsten des Bundes. Also man muss dazu sagen, der Bund hat noch am gleichen Tag, wie der EuGH entschieden hat, diese Verträge gekündigt. Ja? Und trotzdem argumentiert der Bund, naja, es ging aber primär gar nicht um das Urteil, sondern primär haben wir gekündigt, ne, weil freigabefähige Feinplanungsdokumentationen gefehlt haben. Also es Probleme bei der Realisierung gab. Das ist zumindest in großen Teilen laut SZ die Argumentation für die Kündigung und deswegen, so argumentiert Scheuer, seien eben kein Schadensersatz zu zahlen. SZ, Zitat, so versucht der Minister offenbar dem Schadenersatz zu entgehen. Das klingt in der Tat, wie gesagt, alles unter dem Vorbehalt, dass wir den Text der Verträge natürlich nicht kennen. Das klingt tatsächlich wie ein ziemlich vorgeschobenes Argument, denn normalerweise hätte man ja in einem solchen Fall, ja, wenn also eine freigabefähige Feinplanungsdokumentation tatsächlich fehlt, erwartet, dass man der anderen Seite zunächst mal eine Nachfrist setzt und sagt, naja, also jetzt mal bitte hätten wir gern diese Dokumentation und ihr könnt das jetzt in den nächsten 4, 6 oder 8 Wochen. Ist das ja passiert. Na, vielleicht ist das ja klar, passiert. Wissen aber, wir alles nicht, ne? Aber das klingt für mich alles ziemlich hergeholt. Und du sagst es schon, Philipp, dieses zeitliche Zusammentreffen von Urteil und Kündigung spricht ja auch Bände. Genau, also es soll, also ne, um sozusagen auch festzustellen, wann ist denn hier welcher Stichtag und so gewesen, da ist wohl das übliche Verfahren, dass ein Prüfer bestellt wird, so ein Stichtagsprüfer, ein neutraler, und auch das soll laut SZ das Ministerium behindert haben, indem sie einfach gesagt, sich quasi der Kooperation verweigert haben, wodurch das ganze Verfahren länger gedauert hat. Jetzt hat Scheuer angekündigt oder sagt, er hätte schon ein Schiedsgericht einberufen, was sich also demnächst mit dieser Sache befassen wird. Und womöglich, sagt die SZ, gibt es da eine Klärung. Aber das Ganze dreht sich ja noch weiter.
Ja, ganz genau, denn diese ganzen, wie soll ich sagen, etwas bizarren Vorgänge rund um die Vertragsschlüsse, aber auch um die Kündigung dieser Verträge, haben inzwischen ja zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages geführt. Und wie der Name schon sagt, ein Untersuchungsausschuss soll zunächst mal untersuchen, was denn eigentlich passiert ist. Das heißt, die Abgeordneten versuchen dann, die Fakten zusammenzutragen, um auf dieser Grundlage zu einem Abschlussbericht zu kommen. Und zu den Fakten gehören natürlich bei einem Vorgang, der maßgeblich in einem Ministerium spielt, die Akten, die in diesem Ministerium geführt werden, um zu bestimmten Verwaltungsentscheidungen zu kommen. Und so hatte der Untersuchungsausschuss bereits 52 Aktenordner bekommen, entstanden im Sekretariat des Verkehrsausschusses. Und jetzt, Philipp, schreibt der Spiegel, die Beamten von Andreas Scheuer haben die Akten wieder abgeholt. Ja, die waren wohl, also Spiegel, ne, dramatisiert wahrscheinlich auch, aber angeblich war das Sekretariat des Verkehrsausschusses durchaus verdutzt. Und die Beamten des Verkehrsministeriums, die Akten abgeholt haben, waren auch so, ja, sorry, war jetzt nicht so der Plan und ist ein bisschen komisch, aber wir nehmen die jetzt wieder mit. Also Scheuer hatte die selber pressewirksam reingerollt, diese 52 Aktenordner, aus seinem Ministerium, um Transparenz zu dokumentieren. Und nun kamen also seine Beamten, nahmen diese gesamten 52 Aktenordner laut Spiegel aus dem Sekretariat des Verkehrsausschusses wieder mit ins Ministerium, brachten sie dann wieder zurück. Aber, sagt der Spiegel, einige hundert Dokumente waren neu eingestuft. Also das heißt, mit einem Stempel versehen, wer die Dinger denn lesen darf. Bisher waren die meisten der Unterlagen als VS nur für den Dienstgebrauch gestempelt. Das ist nicht komplett geheim, ist jetzt auch nicht per se für die Öffentlichkeit, aber eine öffentliche Debatte darüber im Verkehrs- oder im Untersuchungsausschuss wäre wohl kein Problem gewesen. Nun, nachdem diese Akten wieder aus dem Ministerium zurückgekommen waren, waren viele Dokumente mit dem Geheimhaltungsgrad VS vertraulich bestempelt, wobei VS eben für Verschlusssache steht. Und das Ministerium packte diese Unterlagen dann in eine eigene Sammelmappe, die dann nur in der Geheimschutzstelle des Bundestages einzusehen ist. Und dort dürfen sie eben nur von Abgeordneten gesehen werden und von sicherheitsüberprüften Mitarbeitern gelesen werden. Das war bisher eben nicht so. Man kommt also noch ran, aber in einer öffentlichen Sitzung des Untersuchungsausschusses dürften diese Unterlagen wahrscheinlich erstmal nicht mehr auftauchen. Und das ist schon merkwürdig. Das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Da wird also der Geheimhaltungsgrad von Akten verändert, nachdem der betreffende Verwaltungsvorgang längst abgeschlossen ist. Das muss man sich ja mal überlegen. Man kann ja nachvollziehen, dass bestimmte Akten eingestuft werden müssen, wenn es dafür triftige Gründe gibt. Da gibt es auch gesetzliche Grundlagen, die regeln, welcher Geheimhaltungsgrad bei bestimmten Voraussetzungen anzuordnen ist. Das kann man jetzt auch nicht frei Schnauze. Aber selbst wenn diese Voraussetzungen möglicherweise vorgelegen haben, dann kann man sich schon sehr wundern, wieso das Verkehrsministerium das nicht etwa gemerkt hat, während es an diesen Akten noch gearbeitet hat, sondern erst jetzt gemerkt hat, wo diese Akten im Wesentlichen noch für die Arbeit des Untersuchungsausschusses gebraucht wurden. Bevor Scheuer sie in den Untersuchung oder in den Verkehrsausschuss gekarrt hat, hätte man sich das ja auch überlegen können. Also selbst das wäre natürlich ehrlich gesagt schon so ein bisschen bedenklich gewesen, dass man die Akten in dem Moment quasi mit einem teilweise Maulkorb versieht, ja, oder mit eben teilweise versiegelt, bevor man sie dem Parlament gibt, dass die Exekutive kontrollieren soll. Schon das hätte zum Himmel gestunken. Aber das jetzt erst Wochen später zu tun, nachdem der Untersuchungsausschuss einberufen wurde, das ist schon sehr, sehr merkwürdig. Und wieso man diesen Geheimhaltungsgrad nicht bemerkt hat, während man noch aktiv mit diesen Akten selber im Ministerium gearbeitet hat, das versteht auch kein Mensch. Also das erweckt für mich den Eindruck, Philipp, ich weiß, wie du das siehst, quasi Contempt of Congress, ja, wäre die amerikanische Parallelnorm, über die wir in der vergangenen Woche gesprochen haben. Das ist einfach eine glasklare Behinderung des Parlaments bei seinem Versuch, diese Vorgänge rund um die Maut aufzuklären. Ja, also ich denke, also die Opposition fordert den Rücktritt, Grüne und FDP glaube ich auch. Angela Merkel sagt, Andi Scheuer macht eine gute Arbeit, sie sei damit sehr zufrieden. Also ich bin damit nicht zufrieden. Also ich bin mit verschiedenen Dingen nicht zufrieden, was die Andreas Scheuer so macht. Insbesondere nicht mit diesen Verträgen, die er geschlossen hat, aber eben auch überhaupt nicht mit dieser Art, wie er mit dem Bundestag zusammenarbeitet. Aber man muss es ganz klar sagen, also rechtlich hat sein Ministerium vermutlich die Möglichkeit, diese Einstufung vorzunehmen. Und die Sanktionen sind zunächst mal politisch, ne? Also wird jetzt in der Arbeit des Untersuchungsausschusses einfach immer nur wieder darauf hindeuten können, dass die Aufklärung eben durch diese nachträgliche Einstufung der Dokumente erheblich
erschwert worden ist. Wir kommen zu einer Sache, die uns sehr am Herzen liegt, die ja auch schon eine Weile rumliegt, die wir aber trotzdem euch nicht vorenthalten wollen. Es geht um die schöne Finanztransaktionssteuer. Da werden sich vielleicht einige noch dran erinnern, also mir ging das jedenfalls so. In dieser Finanzkrise, während und auch vor allen Dingen danach, so 2007, 2009, 2010, da war ja natürlich die Diskussion, oh Gott, wie können wir das denn verhindern, dass das nochmal passiert? Wie können wir diesen total durchgeknallten, in weiten Teilen Finanzsystem Fesseln anlegen, so dass das ein bisschen zumindest kontrolliert ist und vor allen Dingen, dass die Gemeinheit, das Gemeinwesen etwas abbekommt von dem, was da gehandelt wird, um auch mit möglichen Schäden, die dieses System und deren Akteure anrichten, besser fertig zu werden. Und da war ganz schnell und auch schon seit Jahren ja wieder im Gespräch eine Finanztransaktionssteuer. Die wurde wirklich von allen Ecken befeuert. Also ATTAC, NGO, ne, globalisierungskritische NGO hat das befürwortet. Liberale Wirtschaftsnobelpreisträger wie James Tobin haben da auch ein Konzept so ausgearbeitet. Und nie kam sie. Es hieß immer, ja, es geht nur EU und es geht nicht nur EU, sondern es muss ja weltweit und der Wettbewerb und, ist alles furchtbar komplex. Und das ganze Ding schien irgendwie so in den Mühlen der Institutionen zu verrotten und nicht voranzukommen und so. Und nu, letzte Woche war es, glaube ich, tata, präsentiert Olaf Scholz, glaube ich, auch im Auftrag der europäischen Finanzminister einen Entwurf für eine Finanztransaktionssteuer. Und alle so, hui. Guck mal einer an. Und die Idee war, die ursprüngliche Idee, ja, da kriegt dann das Gemeinwesen von allen Transaktionen, die da in Windeseile in 0, nichts getätigt werden, völlig automatisiert, da kriegt das Gemeinwesen der Staat immer ein paar Cent, einen Bruchteil von ab, so sammelt sich da halt so eine Steuer an, so wird es vielleicht auch unattraktiver, bestimmte Deals zu machen und bestimmte Handelssysteme, die besonders riskant sind, so zu fahren, wie sie gefahren werden und so. Und dann gucken sich alle diesen Gesetzentwurf an und denken, ups, das ist aber was anderes. Ja, das ist in der Tat was ganz anderes. Ich glaube, man muss sich vor Augen führen, dass ja die Allgemeinheit das Finanzsystem und insbesondere bestimmte in Schieflage geratene Banken mit enormen Summen subventioniert hat. Also das sind zig Dutzende von Milliarden in Banken geflossen, einfach nur um vermeintlich systemrelevante Geldhäuser irgendwie zu retten. Ja, alles Gelder der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die letztlich aufgewandt wurden, um diese Banken zu stabilisieren, die bis dahin Geschäfte eben natürlich nicht etwa im Allgemeininteresse gemacht haben, sondern im Privatinteresse der Banken selber oder ihrer Investoren. Ja, das heißt also enorme Subventionen ausgerechnet für die ohnehin schon finanzstarken Banken und ihre Kundinnen und Kunden. Aber ist es nicht so, dass der Staat dann auch diese Banken übernommen hat und zum Teil wieder verkaufen konnte und nicht mit jeder Bank miese gemacht hat? Weißt du, wie also da die Bilanz aussieht? Ich glaube, das führt ein bisschen zu weit, wenn wir jetzt quasi uns die einzelnen Fälle angucken. Tatsache ist jedenfalls, dass enorme Summen aus Steuermitteln mindestens zweistellige Milliardenbeträge netto da hineingeflossen sind in dieses System. Das Gegenargument ist immer, dass die Folgen von Zusammenbrüchen gegebenenfalls noch gravierender gewesen wären, volkswirtschaftlich. Das ist, will ich auch gar nicht in Abrede stellen, aber jedenfalls der Netto-Saldo ist enorm hoch, denn für die öffentlichen Haushalte entstanden ist ein enormer Minus-Saldo auf der einen Seite und man kann auf der anderen Seite sagen, naja, diese Crash zum Beispiel wären zwar teuer geworden, aber das eigentliche Problem ist ja, dass die Banken überhaupt diese Instabilität im Finanzsystem geschaffen haben, die das Risiko eines Crashs herbeigeführt hat. Das heißt also, dass man Crash behebt, ja, vordergründig ist das natürlich wichtig und im öffentlichen Interesse, aber dass überhaupt die Instabilität ins System gekommen ist, war natürlich nie im öffentlichen Interesse. Und das legt auch zugleich oder verweist zugleich auf die beiden Richtungen, die man mit dieser Finanztransaktionssteuer verfolgt hat. Da ging es zum einen um den Aspekt, Philipp, den du schon genannt hast, nämlich Beteiligung des Finanzsystems und der Menschen, die handeln im Finanzsystem an öffentlichen Ausgaben. Das ist das eine. Und das zweite ist auch eine gewisse Lenkungswirkung in die Richtung, du hast das Stichwort eben genannt, dass eben nicht mehr so gezockt wird. Ja, das ist jetzt quasi so eine etwas polemische Beschreibung, aber es geht dabei um sekundenschnelle Transaktionen,
wo ganz schnell bestimmte Anlageformen hin und her verkauft werden, was ein besonders hohes Risiko birgt, dass das Finanzsystem insgesamt destabilisiert wird. Das waren die beiden Richtungen. Es sollte ein bisschen Geld in die Kasse kommen und zum anderen sollte auch eine Lenkungswirkung entfaltet werden. Und wenn man sich diese beiden Ansprüche anschaut, dann versteht man auch, wieso der Vorschlag von Olaf Scholz jetzt Irritation bis Entrüstung hervorgebracht hat. Denn, wie gesagt, die Steuer sollte vor allem Spekulanten bremsen. Daraus wurde jetzt aber eine Abgabe, die vor allem kleinen Sparer trifft und Sparerinnen, die ihr Geld in Aktien und Fonds anlegen. Denn nur sie sollen künftig 0,2% des Aktenwertes an den Fiskus abführen, falls sie Aktien von einem der 500 großen europäischen Unternehmen kaufen. Ja, das heißt also, es geht gerade nicht mehr um eine Steuer auf alle Finanztransaktionen. Es geht auch nicht mehr auf eine Steuer auf besonders schnelles Handeln mit irgendwelchen besonders schrägen Anlageformen, sondern es werden quasi gezielt die Transaktionen besteuert, die eher, sagen wir mal, konservative Anlegerinnen und Anleger bevorzugen. Ja, Fonds und Aktien von den 500 großen europäischen Unternehmen und alle obskuren Anlageformen. Obskur ist jetzt so ein bisschen eine landläufige Bezeichnung. Finanzprofis werden sagen, die sind nicht obskur, die sind halt einfach modern, riskant. Ne? Ja. Riskant. Ja, aber diese ganzen, sage ich mal, etwas außergewöhnlicheren Anlageformen werden davon gerade nicht betroffen. Man muss fairerweise sagen, die Kosten sind auch für Kleinanleger vergleichsweise überschaubar. Ja, also wenn man diese 0,2% des Anlagewertes, die da jetzt fällig werden, vergleicht, ja, mit den Kosten, die ohnehin anfallen für Banken, für die Broker, für die Börse, für die Depotgebühren und so, dann ist das nicht die Welt. Also die Kosten sind aus meiner Sicht nicht der zentrale Punkt, den man jetzt kritisieren muss. Das Problem ist aus meiner Sicht, so wie Scholz diese Steuer jetzt vorgeschlagen hat, so hätte sie überhaupt keine Lenkungswirkung. Ja, sie hätte keine Lenkungswirkung, das ist das eine. Also sie hätte keine Lenkungswirkung, sie hätte eigentlich fiskalisch fast keine Wirkung, weil sie halt relativ wenig überhaupt Aktiengeschäfte betrifft, die auch mit einem sehr geringen Betrag, sodass man dann wieder anfängt, an Politik zu zweifeln, was machen die überhaupt, was ist denn das für ein Gesetz, was keine Wirkung hat, aber es hat auch noch eine psychologische Wirkung. In einer Gesellschaft, in der uns allen Altersarmut droht und bei jeder Sonntagsrede nicht der Hinweis darauf fehlt, dass wir doch jetzt alle mal auch persönlich jenseits der gesetzlichen Rentenversicherung für unser Alter vorsorgen sollten und viele, viele auch aus der Regierung sagen, ja, das müssen wir doch auch mit Aktien auf Aktienbasis machen und viele Verbraucher. Oder mit Fonds. Oder mit Fonds, ja. Und das ist ja auch eine durchaus sinnvolle Anlagemöglichkeit, wenn man das mit ETFs oder sowas macht. Könnt ihr bei sowas nachlesen wie dem gemeinnützigen Verbraucherportal finanztipp.de. Dann hat das durchaus wirklich Substanz, so fürs Alter vorzusorgen. Wenn die Leute dann aber hören, oh nee, da muss ich ja eine Steuer drauf zahlen und dann, nee, das mache ich lieber nicht. Dann verschreckt das die Leute, auch wenn sie am Ende dann wahrscheinlich gar nicht so irre viel zahlen würden. Aber es ist einfach das völlig falsche Signal, ohne das Richtige zu tun. Ja. Also ich bin da bei dir, Philipp, das ist das falsche Signal. Ich glaube aber, das ist aus meiner Sicht nicht das zentrale Problem dieses Gesetzgebungsvorschlags. Es setzt ein Signal, das in die falsche Richtung geht. Ja, sehe ich auch so. Aber das Signal ist, wie gesagt, vergleichsweise gering. Wenn du für 20.000 Euro irgendeine Aktie kaufst, zahlst du 40 Euro. Ja, also das ist im Vergleich zu den Kursentwicklungen und zu den übrigen Gebühren wirklich Pipifax. Ich glaube, das ist eher schon eine Nebelkerze, da, wenn man darüber redet. Ich glaube, das zentrale Problem ist, dass eben die Zocker, ja, die wirklichen Zocker, die riskanten Geschäfte machen am Finanzmarkt, komplett steuerfrei bleiben. Das ist aus meiner Sicht das zentrale Problem. Die besonders riskanten Geschäfte am Finanzmarkt, Spekulationen auf Währung, auf Rohstoff, auf Unternehmen mit Zertifikaten und Derivaten bleiben steuerfrei. Sogar dieser problematische Hochgeschwindigkeitshandel, wo sekundenschnell irgendwelche Dinge hin und her gezockt werden, die sollen von der Abgabe ausgenommen sein. Und gerade dieser Hochgeschwindigkeitshandel ist es doch, der, wie wir in der Finanzkrise gesehen haben, aus einer winzig kleinen Schwankung eine globale Krise machen kann, weil eben computergesteuert und sekundenschnell gekauft und verkauft wird und überhaupt keine Menschen mehr da drauf gucken, die dann sagen, Moment, das läuft ja aus dem Ruder, sondern das sind dann eben Computersysteme, die sich gegenseitig hochschaukeln und dann knallt es eben unter Umständen. Und so muss man ganz deutlich sagen, dieser Vorschlag von Scholz, der übernimmt noch den Namen Finanztransaktionssteuer. In Wirklichkeit ist es aber eine Spezialstrafsteuer für Kleinsparer und die großen Akteure des Finanzsystems werden komplett ungeschoren davonkommen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin fassungslos. Ich kann es überhaupt nicht begreifen. Und aus meiner Sicht kann man da nur die NGO Finanzwende zitieren. Philipp, da hatten wir den Chef doch auch schon vor einiger Zeit mal hier im Interview, wie heißt er doch gleich, den ehemaligen grünen Bundestagsabgeordneten, der sich mit Finanzfragen beschäftigt. Ja. Wie hieß er denn nochmal? Gerhard Schick.
Gerhard Schick, genau. Gerhard Schick, der ist ja Chef dieser NGO Finanzwende, der sagte im Interview mit dem Deutschlandfunk, 1:0 für die Spekulanten. Ich glaube, so, das fasst das ganz gut zusammen. Kritik kommt auch von den Linken und von der FDP. Das mag Finanztransaktionssteuer heißen, ja, aber mit dem Instrument, das in der Finanzkrise wirklich, du hast es eben gesagt, Philipp, ganz viele Akteure gefordert haben, hat das nichts mehr zu tun. Hier geht es nur noch darum, ein paar Mark 50 an Einnahmen zu generieren. Jetzt muss man sagen, es ist ein Entwurf. Ja, es ist ein Gesetzentwurf, aus dem noch viel werden kann. In dem Fall würde ich sagen, so, da muss schon eine Menge werden, damit das vernünftig wird. Aber das muss man schon abwarten. Oder? Hast du da, die Lage der Nation gibt die Hoffnung niemals auf und das ist ja gerade auch der Sinn und Zweck von Pressearbeit, wie wir sie hier auch bei dem Podcast machen. Man muss einfach den Finger in die Wunde legen, man muss Olaf Scholz ganz deutlich sagen, hier erfüllst du also wirklich die gruseligsten Klischees vom Genossen der Bosse. Ja, die Kleinsparer treffen und die große Finanzindustrie davonkommen lassen, das kann doch eigentlich nicht sozialdemokratische Finanzpolitik sein. Deswegen muss man das transparent machen, muss man drüber reden, was er da vorschlägt und dann sagen, vielleicht kommt da ja noch ein Update aus dem Finanzministerium. Also, so sehr wir hier manchmal auf Ministerien, ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und ihre Chefs einprügeln, muss man doch sagen, auch das sind Menschen, auch die sind lernfähig, auch die hören zu, auch die sind manchmal überrascht von ihren eigenen Defiziten und dann bemüht, diese auszubügeln. Und es gibt einige Hinweise darauf, dass das beim Thema Gemeinnützigkeit von Vereinen zumindest ein Aspekt ist, der zum realistischen Bild dazugehört. Ja, genau. Wir haben vor 2 Wochen das Thema Gemeinnützigkeitsrecht ja mal ausführlich angesprochen in der Lage, weil es, glaube ich, so ein wichtiges Thema ist für die demokratische Zivilgesellschaft. Der Ausgangspunkt war eben die Entscheidung des Bundesfinanzhofs im Fall Attac und die sehr strengen Regeln, die der Bundesfinanzhof da aufgestellt hat gegen ein politisches Engagement von Vereinen. Die setzen die Behörden jetzt eben um und in der letzten Woche hat es einen weiteren Verein erwischt. Ja, das ist quasi die schlechte Nachricht der Woche in diesem Bereich. Die Organisation Change.org hat aus dem Finanzamt erfahren, dass auch sie die Gemeinnützigkeit verlieren soll. Es ist noch nicht offiziell raus, aber man hat da mit dem Sachbearbeiter telefoniert und der sagte, es fehlt noch quasi die Unterschrift vom Oberboss und wenn die kommt, dann war es das mit der Gemeinnützigkeit von Change.org. Change.org kennt ihr vielleicht, ist so eine Kampagnenplattform. Ja, genau. Ja, kann jeder irgendwie eine Kampagne starten und dann können alle Leute auf Change.org diese Kampagne quasi unterschreiben und wenn man da eben eine bestimmte Anzahl an Unterschriften zusammen hat, dann kann man damit wiederum politisch argumentieren. Hier, schaut her, 300.000 Leute unterstützen diese Kampagne. Und insofern würde man natürlich denken, ist doch ein Traum. Ja, Change.org setzt sich doch ganz offensichtlich für die demokratische Debatte ein. Das sieht das Finanzamt irgendwie anders. Das ist die schlechte Nachricht der Woche. Auch die sind bedroht von dem Verlust der Gemeinnützigkeit. Aber Philipp, du hast eben gerade schon so ein bisschen die Andeutung gemacht. Es gibt auch ganz positive Signale. Ja, also man muss ja sagen, ne, das ist eine Gerichtsentscheidung, die sehr strikt ausfällt über die ganzen demokratischen Nebenwirkungen, was das bedeutet. Wenn Vereine ihre Gemeinnützigkeit verlieren, haben wir letzte Woche oder letztes Mal und mehrmals schon ausführlich darüber geredet. Aber es ist eben eine Gerichtsentscheidung, die die Behörden, die Finanzämter konkret jetzt umsetzen müssen, dabei sind umzusetzen. Aber letztlich liegt der Ball im Feld der Politik. Die hatten verschiedene Möglichkeiten, diese Anwendung zu bremsen, zu stoppen oder auch die ganzen Gesetze, die dem zugrunde liegen, zu ändern. Also der Blick ist jetzt auf die Politik gerichtet, konkret auf das Bundesfinanzministerium. Wollt ihr denn da was machen? Seht ihr das Problem? Was ist der Plan? Und da gibt es doch deutliche Signale aus erster Hand, glaube ich, so kann man das formulieren, dass sich die Verantwortlichen dieses Problems durchaus bewusst sind, ein bisschen überrascht sind, auch von dem Wind, den das macht. Und ernsthaft interessiert sind zu lernen und nach einer Lösung zu suchen. Kann man das so formulieren? Ja, ganz genau. Also in unserer Diskussion vor 2 Wochen ist das Finanzministerium ja nicht so wahnsinnig gut weggekommen, insbesondere weil es die Dinge hat laufen lassen nach der Attac-Entscheidung. Insbesondere kam kein sogenannter Nicht-Anwendungserlass zustande, der hätte verhindern können, dass eben diese Entscheidung quasi Breitenwirkung entfaltet. Aber Philipp hat es schon angedeutet, wir können da jetzt nicht so ganz viel zu sagen, aber die Gesellschaft für Freiheitsrechte engagiert sich ja auf diesem Feld und wir haben da jetzt eben ganz... Ihr seid ja auch als gemeinnützig anerkannter Verein, so dass
deswegen. Genau, wir sind theoretisch auch so ein bisschen betroffen, wobei wir uns da weniger Sorgen machen, weil bei uns die Gemeinnützigkeit auf anderen Säulen steht. Aber vor allem engagieren wir uns für andere Vereine. Wir sind insofern betroffen, das sollten wir doch dazu sagen, weil wir Change.org rechtlich beraten. Ja, das ist also der Zusammenhang, weswegen ich an diesem Thema und viele andere Vereine des D-Mods, von dem vor 2 Wochen die Rede war, unterstützen wir ja auch. Ne? Also das ist eher so der Hintergrund, wieso die GFF an dem Thema dran ist und weil wir uns eben generell Sorgen machen um die Landschaft der gemeinnützigen Vereine in Deutschland. Genau, und wie gesagt, ich kann nicht zu viel sagen, aber wir haben jetzt, Signale bekommen, die uns doch hoffnungsfroh stimmen. Philipp, du hast es gesagt, dass zum einen das Problem erkannt ist und auch da an einer vernünftigen Lösung gearbeitet wird und zum anderen auch an einer kurzfristigen Lösung gearbeitet wird, damit jedenfalls solche weiteren Fälle wie D-Mods und Change.org möglichst nicht mehr vorkommen. Ich würde sagen, damit ist die Lage für dieses Jahr abschließend und ausführlich erörtert und debattiert. So ist es, Philipp. Und wir sagen ganz, ganz, ganz herzlich Dankeschön für ein wirklich tolles Jahr mit euch, den Hörerinnen und Hörern der Lage der Nation. Ja, also wirklich, mit wem auch immer ich spreche, alle beneiden uns um euch. Ihr seid ein Wahnsinnspublikum. Also, und das ist auch, das wird mir und uns und Ulf und mir immer wieder auch bewusst bei allen möglichen Anlässen, sei es Lage live oder sei es, wenn wir hier so debattieren oder in den Kommentaren oder wir die Sendung planen, dass ihr doch ein wirklich substanzieller Bestandteil dieser Sendung seid. Das ist so, ihr seid ständig präsent. Es ist ein, für uns eine gefühlte, ja, Kommunikation. Es ist nicht nur, wir senden irgendwie raus und dann who cares, sondern es ist so, fühlt sich das zumindest für mich an, ein ständiger Kommunikationsprozess. Wir kriegen Feedback, überlegen, was machen wir damit, ändern wir was, ändern wir nichts. Wir machen eine Umfrage, ihr macht in überwältigender Anzahl mit, wir lesen das, holen da Sachen raus, lernen weiter und so empfinde ich das, wie gesagt, als einen permanenten Kommunikationsprozess zwischen uns und euch. Und das macht A, super viel Spaß, ist aber auch sehr inspirierend und befriedigend. Anders kann ich das nicht sagen. Und deswegen am Ende des Jahres 2019, nach fast 4 Jahren Lage, danke. Nach 170 Folgen, ne? Ja. Ganz, ganz herzliches Dankeschön. Das macht wirklich viel Spaß. Ich mache ja bei uns das Community Management. Ich diskutiere wahnsinnig gerne mit euch in den Kommentaren. Die sind für uns ein extrem wichtiges Feedback zu unserer Arbeit. Ganz, ganz viele Aspekte, die ihr beigetragen habt, sind auch eingeflossen in weitere Berichterstattung der Lage. Insofern bleibt uns gewogen. Wenn euch die Lage gefällt, tut uns den Gefallen, schenkt uns 5 Sterne und wenn ihr mögt, auch ein paar freundliche Worte bei den iTunes-Kommentaren. Das lesen wir natürlich mit großer Freude, wenn euch die Lage gefällt und vor allem hilft es uns, neue Menschen davon zu überzeugen, die Lage zu hören, was wiederum für alle gut ist. Das wäre ein kleines Dankeschön, wenn ihr mögt. Wir sind übrigens, haben wir ja schon in der letzten Folge kurz angedeutet, in wenigen Tagen in Leipzig wieder zu Gast auf dem Chaos Communication Congress, dem jährlichen Treffen des CCC, ja, dem 36C3 in Leipzig. Springen wir irgendwie rum, haben da jetzt irgendwie noch keine festen Termine gemacht, aber wir findet uns da, denke ich mal, schon irgendwie. Und und letzte Chance noch für Tickets für Hannover und Freiburg, wenn ihr uns mal live sehen wollt im Januar, dann findet ihr Tickets unter lage.live. Die nächste Folge erscheint wahrscheinlich im Januar, denke ich, Philipp, ne? Anfang Januar. Ja, also wir hatten ja mal überlegt, da beim Kongress, aber ich glaube nicht, dass, also da müsste... Ist immer stressig. Ist immer stressig und also das sehe ich eher nicht, dass wir da eine aufnehmen, sondern dass das dann Anfang Januar passiert. Ihr werdet es erfahren, ihr werdet sehen, Newsletter könnt ihr natürlich auch abonnieren, Lage der Nation /Newsletter, da schicken wir immer Newsletter rum, wenn eine neue Lage online ist oder ihr habt halt einen Player, bei dem es dann Pop macht, irgendwie werdet ihr es mitkriegen. Wir danken euch für ein tolles Jahr, wünschen euch schöne Feiertage, bleibt uns gewogen und bis demnächst auf diesem Kanal. Bis bald. Ciao.